Hallo Freunde, hallo Edda und hallo Ben. Einen wunderschönen. Den wünschen wir uns auch alle heute ohne Sascha. Der hat sich abgemeldet aus persönlichen Gründen, was wir auch alle respektieren, aber fehlt uns schon sehr. Sein Wasabbelwasser ist unübertroffen. Username, grüß dich. Faserdelf, überpünktlich. Der ist noch vom letzten Mal da. Ich vermute es auch. Ich vermute es auch. Der schummelt doch. Teraphin ist auch da. Hallöchen auch dir. Warte, warte, Moment. Ausrufungszeichen. SO. Teraphin. Wenn ich es richtig schreiben würde. Und? Genau. API-Error. Sowas aber auch. Ich kann deine API nicht auslesen. Beim letzten Mal hat es funktioniert. Und Father Delft wirft dem Sofa Lord eine Torte ins Gesicht. Sofa Lord, viel Spaß und Appetit mit dieser schönen Torte. Gerniana, du hast vorhin dich für die Flotte beworben und dann abgelehnt. Möchtest du mitfliegen? Mal probieren. Ich war mit drei Leuten in der Flotte. Plus dich schafft man es tatsächlich auch, das Aggro von dir wegzuhalten, wenn du ein bisschen vorsichtig dich im Hintergrund hältst. Also ihr könnt ruhig in die Flotte kommen, wenn ihr nicht ganz so fett mit den Skills sind und mit dem Schiff und vorsichtiger seid, könnt ihr gerne reinkommen. Haltet dann einfach ein bisschen Abstand, damit ihr keinen Schaden nehmt. Antje ist da. Antje bringt T Torten aus Holland. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ladeschirmschatz, Zeon, grüß dich. Ach ja, wenn alles immer funktionieren würde, wäre es langweilig. Ben, du hattest, glaube ich, vorhin eine gar nicht so schlechte Idee. Jemand hat ein Fitting gezeigt und irgendwas sagtest du, würdest du gerne erklären. Ja, ich habe ja im letzten Stream, also Mittwoch, hatte ich ja die Nighthawk, das Nighthawk Fitting. Und normalerweise ist die halt einfach stumpf die 2 Schild Extender. Kann es auch nochmal reinschmeißen in den Waldeck Channel, damit das Moment. nicht nur ein Hören sagen, sondern Warte. ein Sehen und Verstehen ist. Ah ja, stimmt. Das fehlte noch. Und das ist halt einfach Heavy Missiles in den High Slots, Shield Command Burst bei Command Ship, macht ja Sinn. Kann man natürlich alternativ auch Infoboost oder was reinpacken, weil da ist auch Bonus drauf, aber Shield bringt halt in den meisten Fällen das Shield vor der meisten. Weiß man? Dann die Shield Extender, Afterburner, Multispektrum Shield Hardener, Missile Guidance Computer, um ein bisschen mehr Reichweite aus den Heavy Missiles rauszuholen. Damage Control Ballistic Control Systems für mehr Schaden. Core Defense Field Extender für mehr Schildtank. Und dann halt die Ladung, also Munition für die Raketenwerfer bzw. Charges für die Booster und das Range Script. Und 5 Hornets, die Notammann-Fregatten-Entfernung übernehmen müssen. Ich war etwas langsam, Ben, muss mit dem Aufrufen und Einfügen der Skripte. Und die Geschichte, um die es mir jetzt halt heute oder gerade eben ging, war, das Fitting wurde nachgekauft, nachgebaut, um es halt selber auffliegen zu können. Und die Shield Extender wurden, weil ich die halt mit C, mit ein bisschen, aufgrund von Rumspielereien, halt mit ein bisschen Modulen fliege, eigentlich mit sehr, sehr, sehr billigen, wurden dann auch welche gekauft, allerdings halt welche, die sehr teuer waren. Und die ganze Geschichte war halt, ich sag mal, Iskgrab des Todes. Und das kann man auch billiger lösen, die ganze Geschichte. Und wie man das billiger löst, das wollte ich jetzt halt mal zeigen. Genau. Wir schalten mal eben auf die Browser-Ansicht bei mir rum. Ja, grüß dich. Grachten-Sion fand ich genial. Ben schmeißt jetzt seinen Stream an. Ich muss nur gerade gucken, ob alles richtig ausgelesen wird. Nein, es wird kein Monolog-Stream.
Feature-Zygonen. Aber es ist interessant, das einfach auch mal zu erklären. Wenn man im Stream etwas zeigt, dann kann man, naja, es ist halt was anderes, wenn man es erklärt, als wenn man es sieht. So, ich mache mal jetzt Mikros bei mir auf. Ich sehe noch nichts. Für mich bist du noch nicht online. Ja, der ist jetzt gestartet, der Stream. Und die Geschichte, die ich jetzt erklären möchte, das ist, besteht aus diesen Modulen hier, paar gekauft. Also diese Langsam. 60 Items, die kosten 44 Mille in Summe. Langsam, Ben. Erst muss dein Stream da sein. So. Und Jetzt bist du scharf. ich habe gerade meinen Browser verschlammt. Da wollte ich eigentlich hinschalten. Den er natürlich jetzt, wenn ich findet. Du kennst die Problematik mit, man vertippt sich zwischen den Fenstern. Da. Er hat jetzt einfach ganz stumpf einfach nicht erkannt, was ich denn aufgerufen haben möchte. Also ich habe vor einer Weile, März letzten Jahres, um genau zu sein, habe ich ein bisschen rumgespielt und die Orca gepimpt. Da geht es nur um ein Modul, um den Damage Control und der wird dann halt mit Decade-Multiplasmid ein bisschen aufgepumpt. Und das gleiche möchte ich jetzt auch machen. Und zwar nicht mit Damage Control, sondern halt mit diesen Shield-Extendern, weil man halt mit sehr viel Erfolg mit sehr wenig ISK-Einsatz hinbekommt. Ich finde das schön, dass du das alles so zeigen kannst. Das ist richtig entspannt für mich. Und also das hier sind diese, da ist natürlich jetzt, ist ja mal die billigen bei mir rausgekauft, aber die sind halt irgendwo so in den D zwischen 350.000 und 480.000 sind die halt jetzt gewesen, 30 Stück. Und Shield Extender sind bei 1 Million rum, so plus minus, da halt auch 30 Stück. Und jetzt kann ich halt hingehen und kann halt das Ding aktivieren. Dann zeigt er mir halt in der Vorhersage, was die Dinge halt bringen. Also bei den billigen sind halt die Mali stärker als die Boni. Aber das kann man halt in Kauf nehmen. Dann schmeißen wir es rein, dann rechnet er auch gleich aus, was halt dann die Maximalwerte sind, plus und minus. Und dann mutiert man die vor sich hin und dann rechnet er halt, was er da hat, und der ist halt jetzt komplett Grütze. Und dann nehmen wir den nächsten und mutieren den vor uns hin. Und dann werden die gut oder nicht gut und haben dann im Endeffekt 30 Versuche. Und der sieht sehr gut aus. Ja, gut, die Signatur ist Grütze. Und auf dem Weg kann man sich halt für relativ kleines Geld sehr, sehr, sehr geile Module machen. Also wie gesagt, die ganze Geschichte, die hat jetzt hier 44 Mille, lass es 45 sein, um es einfacher im Kopf zu behalten, gekostet. Und wenn ihr irgendwelche Faction- oder Officer-gerollten Module halt kauft, dann seid ihr preislich halt Meilen davon entfernt. Da seid ihr bei Modulpreisen, wo halt dann irgendwie 2, 3, 4, 500 Millionen Stück kosten, also einer. Und auf dem Weg könnt ihr euch halt, ich sag mal, also nicht nur bei den Shield-Extendern, sondern auch bei vielen anderen Modulen geile Module machen, einfach aufgrund von Losglück. Und das muss man alles durchziehen. Ich ziehe jetzt mal erstmal die anderen 20 halt auch noch und dann gucken wir mal, wie viel davon Müll ist. Und den Müll schmeißen wir dann auch gleich weg. Es gibt nämlich zig Verträge, wo irgendwelche Leute versuchen, diese Grütze dann noch zu verkaufen. Wir Also verschrotten die. sowas wie jetzt gerade. Das kann man keinem Menschen anbieten, was da für ein Schrott teilweise Und mal rumkommt. das ist dann eher so eine Abfuck-Aktion, um irgendwelche Anfänger halt drauf zu schicken, die halt denken so, wow, ein bisschen geil. Und dann sind halt die Werte in Wirklichkeit kompletter Scheiß. Und wer jetzt hier glaubt, also die Dinger, wo halt die Hitpoints ein bisschen runtergehen, aber die Signatur-Modifier richtig gut wird, die sind nicht Müll, die sind halt dann nur für Fittings, wo man möglichst wenig Signatur halt haben möchte. Also das ist jetzt auch ganz okay. Das war nicht gut, so gut wie die letzte Runde. Aber doch noch ganz okay gewesen. Dafür kommt jetzt der komplette Schlag ins Kontor in eine andere Richtung. Ja, ist so. Aber diese
diese 2800 HP, Pi mal Daumen, die gibt es halt ganz oft mit irgendwelchen Kaldari Shield Extendern, wo halt das Teil halt dann locker 300, 400 Millionen kostet. Und netto kosten die halt fast überhaupt nichts. Also wenn man selbst mal die nicht funktionierenden Versuche jetzt hier rausrechnet, dann ist mal, sind jetzt hier drei Stück rauskommen würden, dann wird halt einer 15 Mille kosten. Und es ist halt gar nichts. Es lohnt halt noch nicht mal zu ganken dann. Ja, richtig gut. Kaum Veränderungen in der CPU und im Power Grid. Richtig fett bei den Schilden und Signatur hat sich fast gar nichts getan. Ist natürlich jetzt nicht super spannend. Das wird dann erst spannend, wenn man richtig viel Kohle reinschmeißt. Wenn man nämlich dann, ich sag mal, ein Officer-Modul für 5, 6, 7, 8B liegen hat und das Multiplasmid für 500 Millionen, also gibt es da drei Stufen von diesen Multiplasmiden. Moment, zeig mal die hier an. Also hier sieht man, was man dafür verwenden kann. Und in dem Bereich wird es halt dann teuer. Und das T2 reicht halt dick, um da dran rumzupimmeln. Okay. Und hier gibt es halt noch die Gravit-Module. Da kostet halt das Plasmid halt schon 23, meist sogar noch ein bisschen mehr. Und die Unstable, da bist du halt bei 170, 180. Also das ist dann halt ab einem gewissen Punkt. Natürlich sind die Boni, die man dadurch bekommen kann, die Attributänderungen sind halt dann besser, weil du halt dann mehr im Positivbereich unterwegs bist, also höhere Maximalwerte bekommst. Aber der Preis rechnet sich halt dann überhaupt nicht. Zumal man dann halt auch wieder Ganking-Opfer wird. Gernier ist wieder raus, wünscht uns einen netten Stream und einen schönen Stream und eine nette, also nette Stunden. So, das war der letzte. Gandalf, so schlecht bist du Krönender nicht. Abschluss nochmal Lurzer. Jetzt gucken wir mal. Jetzt geh jetzt nicht alle Module durch. Ne, ich wollte, ja gut, ich kann ja mal nebenher durchgucken und dann quasi die besten Exemplare zeigen, wie viel halt Schrott war. Ja, Streamende. War eigentlich auch nur Nur eine zeigen, wie Möglichkeit, es. sich mit der Streamzeit hier zu schnorren. Ja. So. Dann sind wir das durch. Ich werde zwischendurch noch ein Pickup naschen. Die Idee, das über Derafin, die Idee, den Stream über Discord laufen zu lassen, haben wir schon mal getestet. Da habe ich dann aber ständig Disconnects mit Discord. Also Stream über Discord würde gehen, aber Verbindung da, Verbindung weg. Verbindung da, Verbindung weg. Wie so ein Watchdog, der ständig der die Verbindung trennt. Und ich habe nichts im Netz darüber gefunden, wie man das fixen kann, geschweige denn, woher es kommt. Der Discord-Support sagt, keine Ahnung. Schön, dass Sie sich gemeldet haben. Und es ist tatsächlich wie so in der Elektronik ein Watchdog oder in der Server. Aus dem Serverbereich kenne ich das auch. Deswegen funktioniert es. Deswegen ist bei mir. Ich könnte es noch mal probieren, aber das war irgendwo immer Grütze. So, Gangolf, wie kommst du, dass du schlecht bist? Was? Schlecht? So schlecht bin ich auch? Warum? Ja, also es geht im Prinzip darum, was Ben jetzt gezeigt hat, war, wie man die aufwertet. Die verschiedenen Module, die dann aber auch teuer werden, um so etwas zu ändern, anzupassen, ist schon Also kann. der teure Preis generiert sich halt aufgrund des Verschleißes, weil du halt ziemlich viele Fehlversuche hast. Und jeder Fehlversuch muss natürlich dann in die positive Geschichte eingepreist werden. Und das macht halt dann die Module teurer. Und je teurer halt, ich sag mal, ein Fehlversuch wird, also man sagt, einer von 10 wird halt richtig gut,
Das heißt, du hast 9 Versuche, die halt kürzer werden. Und das heißt halt auf dem Level, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, heißt das halt, ein Modul kostet dann 15 Mille. Also 45 für 30. Und dann sind wir halt pro ein Modul, was halt bei 1 zu 10 effektiv funktioniert hat, sind wir halt bei 15 Mille. Also 45 durch 3. Ja. Das muss halt dann in diese drei Module halt eingerechnet werden. Und wenn ich aber dann halt bei Plasmiden bin, wo halt ein Plasmid halt 120, 100 oder 170 Mille kostet, eins, wenn dann meine Module noch irgendwie 120 Mille oder noch mehr kosten, dann muss ich es natürlich auch mit einpreisen, dann bin ich halt im Milliardenbereich für ein einziges Modul. Was halt nicht sein muss, weil ihr habt ja gerade gesehen, das funktioniert auch so. Ove Mika, Mikaka, irgendwie so lese ich das. Moin auch. Wir machen jetzt weiter, denke ich mal, oder starten mit den Sisters, nee, mit den Amar Theologie Council Missionen, Ben. Ja, genau. Ich bin jetzt hier neben gerade am Sortieren noch gewesen. Ich habe jetzt gerade mal hier die Module durchgesucht. Und von diesen, also erstaunlich viele Module waren okay. Da war das größte Problem war, dass die CPU oder der Power Grid halt explodiert sind, während dem Ding und die HP hochgegangen sind. Also die HP waren halt richtig gut, aber CPU Power Grids sind halt aufgeblasen worden. Das heißt, auf dem Kreuzer kann ich das Fitting halt quasi in die Tonne treten, weil das kann der Kreuzer halt definitiv nicht ab. Aber wenn ich jetzt mir sage, ja gut, packe ich die Dinge halt auf dem Schlachtschiff drauf und habe halt zusätzlich zu meinen modifizierten Schildextender dann auch noch den Bonus vom Schlachtschiff, dann geht es halt richtig gut ab. Also dann werden halt aus 200 oder 300 HP, die ich halt dann pro Modul mehr habe, werden dann pro Modul halt dann 600. Und aufgrund von 200% Bonus. Und dann sieht die ganze Geschichte halt schon wieder ganz anders aus. Dann kann ich halt viel mehr Module halt für irgendwas verwenden. Hast du Missionen angenommen? Ich habe Missionen angenommen. Ich habe noch 4 Module, die ich halt nochmal in der zweiten Runde checken möchte. Ja, weil. Kein Stress. Alles gut. Nein, die Leute kriegen Stress. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also von den 30 Modulen waren 16 Module komplette Grütze. 9 Module sind okay. Also ich sag mal, fürs Schlachtschiff reicht's. Und 5 Module sind halt richtig gut geworden. Das heißt, CPU-Power-Grids sind nicht explodiert oder sind halt nur minimal plus minus. Also statt 45 CPU habe ich dann halt, also ich 43. Und der Power Grid hat sich auch minimal verändert, aber dafür sind halt dann die Schild-HP hoch. Und auf den anderen ist es halt deutlich mehr. Und da, ja, wie gesagt, packt es aufs Schlachtschiff. YOLO passt schon. Also netto kann man sagen, von diesen 30 Modulen sind halt 5 richtig gut geworden. Das heißt, der Preis sinkt natürlich dann nochmal ein Stück. Hängt aber natürlich dann auch von der Menge ab, von den Versuchen. Ihr habt ja gesehen, am Anfang sehr viele Versuche, die halt Grütze waren und dann erst so mit der Zeit sind ein bisschen besser geworden. Anscheinend braucht diese Multiplasmid-Geschichte ein bisschen Warmlaufzeit. Und probiert einfach mal ein bisschen aus, So, was da geht. Muss ja nicht Tutorial Schildextender sein, Monolog kann ja auch ein 20 Minuten Armor-Update jetzt sein lassen. vorbei. Bitte. Weil das hört sonst keiner mehr zu. Wer ist Ion Rockefeller? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Das ist ein Fraternity-Spieler, der hier in die Flotte rein möchte. Ich lehne mal ab. Solltest du tatsächlich hier sein, gib nur mal Bescheid. Und das Ganze als Blogeintrag ist nochmal hier. Auf geht's jetzt in die Mission. Ove Mikaka, ein Tippfehler, also einen solchen Namen als Tippfehler zu generieren, ist klasse. Man kann es aber noch aussprechen. Finde ich in Ordnung. Und danke auch für dein Follow. Und Ben hat jetzt noch den Link reingehauen für das Tutorial zu diesem Erstellen von den Modulen. Man könnte dann nachfragen, gegebenenfalls nächste Woche Mittwoch in seinem Stream nochmal. Dann geht er da auf die Sache ein bisschen tiefer ein.
wenn das passt. Oder ihr kommt einfach auf den Discord. Ich sehe schon, dass nächste Woche sich Leute beschweren, so, oh, die Dedicate-Module sind im Preis explodieren, weil alle hier gefühlt angefangen haben, die Module rumzuprobieren. So groß ist unsere Reichweite nicht. Ich sag mal, wenn Gun sowas erklärt und für ihre Spieler macht, ich glaube, da hat man dann wirklich ein Problem. Vor 12 Jahren hast du den Schreibfehler gemacht. Wie Kaka, okay. Das heißt, das ist auch dein Ingame-Name. Verstehe ich dann, glaube ich, richtig. Was für eine Mission haben wir hier, Ben? Das hier ist Pirateninvasion. Das ist nur hier unten an diesem Carrier Rug Gedöns da ist gebroadcastet. Die Nasen wegschießen. Und dann funktioniert das. Und die sind noch nicht gespawnt, die wir endgültig wegschießen sollen. Okay. Genau. Durchgezogen hat das. Ja, die Vorschläge von Eve, wenn ihr einen Client erstellt, sind schon etwas seltsam. Sind schon etwas seltsam. Ich glaube, der Name wurde dann auch irgendwann rausgenommen. Aus obvious reasons. Ja, es gab früher noch Char-Namen, wo gab es das mal eine Zeit lang nicht, dass man nur einen Namen hatte und jetzt immer zwei Namen, weil. Ja, es gab diese Zweinamenspflicht, die gab es mal. Aber die ist jetzt wieder weg, ne? Du kannst auch keine mitfliegen, Ove. Also wenn du da Böcke drauf haben solltest. Sind momentan in Sasotik. Auch bekannt aus den Missions von Noobflotten donnerstags. Ja, dieser Nachnamenzwang, der kam, als ich alle meine Alts erstellt habe, oder bei fast allen meiner Alt-Chars wurde dann der Zweitname dran ge-NPC'd sozusagen. Nicht zwingend schön. Ja, das macht halt vor allem die Sucherei halt irrsinnig aufwendig, weil du hast halt irgendwie 3000 Leute, die den gleichen Nachnamen haben. Mhm. Ich glaube, CCP hat sich nicht viel dabei gedacht, als sie das gemacht haben. Ja, war halt irgendeiner, der halt vielleicht, wäre doch schön, wenn es nur Vor- und Nachname gäbe, kommt zack eingestellt und dann war das halt dann Zeit so lang halt so. Ja, wir machen auch mal Missionen. Rico, kannst dich gern dran hängen. Ja, wir nehmen auch keine Missionen gegen irgendwelche anderen Fraktionen ein, sondern nur gegen Piraten. Das heißt, du kannst dir das Standing nicht versauen. Wir sind jetzt zu viert in Flotte. Und wenn du in der Nähe bist, Rico, hast glaube ich gesagt, du bist ungefähr 2 Jumps out. Irgendwo im Amar-Space, meine ich mich zu erinnern. Ich habe gerade festgestellt, dass von meinen Rumspielereien, die ich gerade eben gemacht habe, von der Damsel meine Drohnen noch beschädigt sind. Oh oh. 13% Armor fliege ich gerade. Schildschaden oder Struktur? Nee, nur Armor. Das war diese Explosion von der Station von Crew, wo dann den AOE-Schaden macht. Die hat auch AOE-Schaden aus Schiff gemacht, weil ich da war nämlich sehr, sehr nah dran. Der Gedankengang war, wenn ich näher dran bin, kann ich die Drohnen schneller reinnehmen. Dass aber dann das Schiff eventuell auch Schaden bekommt, war nicht so ganz auf dem Schirm, aber es waren nicht so viel. Es waren irgendwie 8000 HP oder was das Schiff gefressen hat. Das geht dann. Ich finde es immer schön, wenn man die Damsel in Distress mit Light, du hast Leute dabei, die Light-Drohnen fliegen. Und
Plöpp, sind sie weg. So, die Mission wäre fertig. Ihr Okay. könnt entweder hier noch rumballern oder nach Gent rüberfliegen. Was ist in Get? Die nächste Mission. Okay. Eine Pirateninvasion. Nee, Quatsch, eine Silence-Informant. Pirateninvasion war das hier. Aber ich docke jetzt erstmal an und mache mal die Drohnen heile. Das nervt mich ein bisschen. Alles klar. Keiner bleibt zurück. Wir fliegen nach Get. Wen haben wir denn da noch mit in der Flotte? Antje Ich macht habe auch immer gerne so, kaputt, ne? immer wenn ich, Geth lese, habe ich so die, Geld. ja, Geth gibt es in Mass Effect als Gegner. Stimmt. Versbox, danke für dein Follow. Ich dachte, du hättest letztens schon gefollowt. Machst du das? Follow, unfollow, follow, unfollow, follow. Ich meine, das ist nicht schlimm. Ich freue mich über das Geräusch und das Schild. Okay, Antje sagt kaputt machen. Jo, wie gesagt, ich werde euch nicht dran hindern. Wer Spaß am Kaputtmachen hat, darf gerne kaputt machen. Ja, ich will nicht, dass jemand zurückbleibt, der dann kaputt geht. Obwohl es ist ein Golem und ich glaube eine Nighthawk. Da dürfte eigentlich nicht schief gehen. Ich würde dann rüberkommen mit dir zusammen und dann in der nächsten Mission weiterholzen. Obwohl schöner wäre es. Es ist effizienter, wenn man das so macht, wie Ben macht. Also da gibt es die meisten LPs und die LPs sind ja im Prinzip das, was es ausmacht. Und Da dürfte nicht schief gehen, ist die deutsche Version von Hold My Beer. wird auf seinem Grabbein stehen. Ami, grüß dich. Oder Amy. Ich neige dazu, eigentlich zu sagen, wenn ich alleine fliege, bin ich dann auch fertig. Aber es gibt auch Situationen, wo ich hergehe und alles kaputt mache, was da ist. Und Dennis jetzt hier wäre, dann würde der sagen, alles kaputt machen. Antje sagt, Ja, alles kaputt machen. Antje ist auch großer Fan des Kaputtmachens. Finde ich eigentlich schön, weil es ist ja eigentlich Unterhaltung. Hier gibt es Kopfgelder ohne Ende. Ich bin eine LP-Hure, ich gestehe es. Okay, dann werde ich ab dieser Mission auch alles kaputt machen. Guck mal. Zwei Gilas dann verschiedenen Skins. Ja, so schön gestapelt. Und es hat noch nicht mal gebumst. Gebammt. Doch jetzt. Jetzt kurz vor fertig. Es hätte es nicht sagen dürfen. So, was Universum was festgestellt hat, so nö. Wie? Ja. Übrigens, vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig bei Marky Dragon im Shop gekauft habt. Denn es ist letzten Monat sind es über fast ja, 55 Dollar geworden. Ihr wisst, wenn ihr Dodge kauft, bekommt ihr 3% Rabatt über den Rabattcode Waldeck und ihr profitiert nochmal von dem Steuervorteil. Nicht Steuervorteil, ihr nochmal von dem Wechselkurs USA-Euro. Und da sind das dann nochmal ein paar Euro, die sich da bemerkbar machen. Ben hat dazu ein Tutorial gemacht. Ja, die Werte stimmen aufgrund vom Russlandkrieg halt leider nicht mehr.
weil dann der Euro-Dollar ist ein bisschen verschoben, Dollar ist teurer geworden quasi. Deswegen ist der Vorteil nicht mehr so groß für uns. Aber ich sag mal, jeder Euro ohne großen Aufwand, den man dann sich sparen kann, ist halt ein Euro, der gespart ist. Also Also ich warum nicht? würde da nicht drauf spucken. Ihr wisst, ich streame nur noch zweimal die Woche und Ben hat den Mittwochstream übernommen. Gekapert, eiskalt sich aufdrängen lassen. Sich aufdrängen lassen, ja. Freiwillig gekapert. Und weil ich den Command jetzt nicht kenne, hier der Link dazu. Und von euren Käufen erhalte ich auch ein klein bisschen was. Und das sind halt so im Schnitt, ich sag mal, zwischen 35, 40 und jetzt höchstens, also bis jetzt 50 Dollar. Wenn ich das dann entsprechend, wenn irgendwas bezahle, wird natürlich für mich der Kurs wieder schlechter. Aber grundsätzlich, ich sollte mal die Drohnen rausholen. Ne? Und ich bezahle aber auch einige Sachen wie Lizenzen für Software etc. pp. Zahle ich in Dollar, also habe ich damit keinen großartigen Verlust dann. Ja. Rico wollte es noch nicht nachkommen, auch Missionen fliegen. Genau, Rico. Ich habe nämlich noch keine Flottenbewerbung. Das gibt's nicht. Du kannst dich jetzt schon bewerben. Wir ziehen dich dann so lange mit durch. Wir füttern dich durch. Oder wahlweise, wenn es um die Zeit nicht passt, einfach MAN-Channel, also M4N-Channel beitreten. Da ist donnerstags abends die Flotte. Ja, dann donnerstags abends ist gleiche Station, gleiches System. Wo dann halt auch AMA-Mission auch als Schildflotte geflogen wird. Ja. Deswegen haben wir den ja auf den Freitag gelegt. Ben hatte die gute Idee zu sagen, hey, lass uns das Freitag machen, dann passt das mit Mission von Loop zusammen. Genau, dann können die Leute nämlich donnerstags Mission for Loops fliegen, müssen nicht heimgondeln oder schlimmstenfalls montags die Flotte bei uns und dann donnerstags wieder, das heißt zweimal die Woche hin und her, beziehungsweise von daheim zu uns und dann wieder nach Hause und dann donnerstags wieder nach der Sortik und dann wieder nach Hause und dann 2 Tage später wieder. Also kann man einfach donnerstags abends Schiff stehen lassen und dann im frühen Nachmittag bei uns hier mitfliegen und muss halt nicht durch die Gegend eiern, beziehungsweise halt maximal einmal. Mir ist Oder macht sich einen neuen Char und fliegt halt mit dem neuen Char die AMA-Sachen. Der bleibt dann halt permanent hier stehen und sobald ihr halt genug eigenes Standing habt, könnt ihr halt unabhängig von Flotten halt dann immer fliegen, wenn ihr Bock drauf habt. diese Struktur erinnert mich immer irgendwie an die Borg im Star Trek-Universum, weil die sich so seltsam bewegen. Da hat sich mal ein CCP-Jünger richtig Mühe gegeben. Und das Ding hier bewegt sich Das auch. mit dem Agenten, also Chars und Agenten zusammenbauen, das habe ich ja auch so gemacht. Also bei mir, meine Chars sind ja auch aufgeteilt nach Funktion und Agent, für den sie fliegen. Und einer hat halt Yita, der macht halt die Trading-Geschichten, weil sein Kaldari-Standing halt die Steuern und Taxes halt spart. Der, den ich jetzt hier habe, Amar Space, der wäre eigentlich für Amar gedacht, aber. Das sind irgendwie hier 8 oder 10 Jumps da nicht immer so mäßig interessiert, hin und her zu fliegen. Deswegen macht er eigentlich mittlerweile gar nichts mehr Trading, sondern halt nur noch alle 2 Wochen hier die Mission. Und der Großteil der Char ist halt dann Langkisi, Sister of Eve, beziehungsweise Minmatar-Sakka-Tribe. Weil das beißt sich ja nicht gegenseitig. Das heißt, es gibt keine Ansehensverluste, wenn man für Sakka-Tribe fliegt bei Minmatar. Oder bei Sisters, also das ist passt dann zusammen. Und der letzte im Bunde, der da noch nicht genannt ist, quasi, das ist ja der Gorista-Char, der momentan mal wieder eine Sperre hat, weil die 00-Nasen, die da rumfliegen, halt irgendwelches oder jegliches PvE verhindern. Und deswegen gammelt er halt im Highsec rum und skillt vor sich hin und fliegt halt keine Missionen. Weil wer zu ist intensiv, da Missionen fliegen zu wollen.
Ha, bei TwinHead funktioniert es wieder. Grüß dich, TwinHead. Auch hier wieder der Shoutout an ihn raus. Diesmal funktioniert er. Auch ein EVE-Online-Streamer. Wir sind in Sasothek momentan. Beziehungsweise Nachbarsystem in Ghent am Fliegen, aber der Agent ist in Sasothek. Und die nächste Mission ist dann Rache, das ist in Eredan, ist nochmal zwei Jumps weiter weg. Wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen. Auch mit mein Schiff ist noch zu schlecht oder mir fehlen noch die Skills. Alles kein Thema. Einfach ein bisschen später in die Side reinwarpen. Wenn ihr seht, dass im Stream die Schiffe um den Warp-In, um den Beacon halt sich entfernt haben oder weggeschossen wurden, also die NPCs, dann könnt ihr da jederzeit nachkommen. Was haben wir denn hier für eine schicke Mission mit Spider-Drones? Wie viele Spider-Drohnen sollen in dieser Mission sein? Ja. Spider-Drones, weg damit. Obwohl bei der Gila ist es nicht so schlimm. Bei der Ishtar ist es ein reiner Speedtank. Das ist nicht so schick, wenn man da verlangsamt wird. Alles so viele nette Leute. Hallo Chat. Hört auf, nett zu sein, damit kann ich nicht umgehen. Denkt dran, Montag wieder bei CCP TV. Wir werden da Genau. ganz entspannt Ice Mining machen. Mit Orca-Boost und Flotten-Boost und alles geskillt. Ja. Zwar noch nicht perfekt, aber gut genug zum Nutzen auf jeden Fall. Wenn hat sich extra seiner Orca entsprechend Geändert, dass es passt, Skills nachgeschoben, die man dafür können muss. Wie gesagt, da fehlt noch ein paar Meter, sondern nicht alles fünf, aber man kann die auf vier schon ganz gut gebrauchen. wird geyellowboxt. Ich hatte von der ersten Gruppe hatte ich das Aggro und jetzt von allen anderen komplett ignoriert. Ja. Aber Yellowboxen ist es ja nur, dass man aufgeschaltet ist. Wenn das nicht kennt, Genau. wenn eure Gegner gelb blinkenden Rahmen haben, das heißt dann, ihr seid aufgeschaltet, fängt er an rot zu blinken, dann werdet ihr beschossen. Dadurch kann man Oder sagen, irgendeine Art von aktivem ECM-Modulen, Warp Scrambler, Webber, was auch immer, ist aktiv auf euer Schiff von diesem Schiff aus. falls jemand nicht weiß, warum das so komisch blinkt. Hattest du, Ben, den Hinweis, im Waldeck-Channel hatten wir früher die Info zum die Anzeigung in der Overview, die hast du zum ins Corp, in den Corp-Channel verlegt, ne? Du meinst die Overview an sich? Ja, die habe ich rausgenommen gehabt, weil ich mittlerweile in den 5, 6 Channels am Anpassen bin von der Overview. Okay. Aber wer die haben möchte, kann die natürlich auch sich weitergeben lassen. Ich hatte das nur irgendwann mal ge gelesen, dass die gesucht wurde. Und das ließ sich dann auch kurzfristig ich ziehe dir das mal eben in den Channel rein und Anfrage bei Discord ließ sich das sofort lösen. Also wenn irgendwelche Sachen ihr nicht findet und Fragen habt, schreibt es ruhig in den Discord. Oder wenn jemand im Ingame auf dem Valle-Kanal nicht schnell genug reagiert oder wirklich nicht da ist oder vielleicht nur eingeloggt ist, aber nicht an der Konsole, dann schreibt es auf Discord. Dann funktioniert das auch. Kriegen wir alles hin. Hier müssen wir nur den, dessen Namen ich nicht lesen kann, abschießen. Ne? Kioran müssen wir killen. Ich hole die Drohnen gar nicht erst raus. Das hat keinen Sinn. Nee, das ist in der Mission, das ist Drohnenbeschäftigungstherapie.
Zielsystem Iridan ist eine Flotte. Ja. Gogo Gadget Warp Drive und hinfort. Ich gehe aber davon aus, dass doch die Tower kaputt geschossen werden. Ist ja kein Loot und auch nur sehr, sehr wenig Kopfgeld. Ja. Ich glaube, wenn du da mit Ding drauf schießt, mit Iden-Kombination, dann hast du mehr ausgegeben, als die Dinger Kopfgeld geben. Ja. Ja. Wir haben, Ben und ich haben das wirklich mal mit einem spitzen Bleistift durchgerechnet. Die Kopfgelder sind zwar interessant und das sieht sich auch schön auf dem Wallet aus, aber wenn man gerade bei Sisters of Eve ist es besonders markant, da sind die LPs, die man dann in der Schnelle der Zeit zusammenfliegt, mehr wert, als wenn man langsam dadurch fliegt durch die Missionen und jedes Schiff kaputt macht. Also da ist die Zeit ISK-Effizienz deutet auf, lieber schnell durchhotten mit jeder Mission und dann ist es unterm Strich, kommt dann mehr bei rum. Aber das Ganze muss auch Spaß machen. Ne? Also jeder hat da so seinen eigenen Stil. Ben und ich haben mal versucht, was war das? Borderlands? Wo wir mal gemeinsam dieses Zeichentrick-Comic, weiß ich nicht, das haben wir versucht gemeinsam zu spielen. Ben rennt immer wie ein Verrückter vor durch die Mission durch und ich bin es gewohnt, alles wegzumetzeln, was auf dem Weg liegt. Das war kein gutes Spiel. Weil das passt einfach nicht zusammen, weil während er vorgelaufen ist, spawnen die Gegner neu. Und ich bleib dann zurück, aber ich kann das dann auch nicht anders. Ich mache das in meisten Spielen so. Ich mache das sogar in Skyrim so. Ich ja durch irgendwelche, weil ich diese zocke ich gerade, deswegen kam mir gerade wieder der Gedanke. Wenn ich da durch irgendeine Gruft durchrenne, dann lasse ich die halt meistens stehen, irgendwelche Trauger, die halt versuchen dann da irgendwie Ärger zu machen, werden halt ignoriert und nur die, die mich halt eventuell dran hindern könnten, irgendwelche Schlösser oder irgendwelche Geheimnisse zu enträtseln, öffnen, was auch immer, die müssen dann halt dran glauben. Alle anderen bleiben quasi bis in alle Ewigkeit und warten auf dich. Im Gang stehen. Das ist eine ganz andere Art zu spielen. Was wir beide immer sehr gut miteinander spielen konnten, das ist Company of Heroes. Wir haben Company of Heroes 1, Company of Heroes 2 und wir warten auch darauf, soll dieses Jahr rauskommen, Company of Heroes 3. Das wird auf jeden Fall wird das gekauft und auch gespielt. Und das wird sicherlich wieder gut. Aber es gibt bestimmte Spiele, es funktioniert nicht. Das ist nicht schlimm, es ist einfach so. Oben fehlen die Smileys. Welche Smileys fehlen dir? Smileys? Wo steht das? Im Valdeck-Channel. Ist gerade reingekommen, hat gefragt, ob es der richtige Channel ist. Das haben wir bejaht. Und dann war sein nächster Satz, war, mir fehlen die Smileys. Nee, Smileys gehen hier nicht. Discord gibt es auch, ja. Oben in MOTD vom Channel, vom Valdeck Channel ist der Invite-Link. Da sind dann auch noch mehr Hamstis als im Stream selber. Oh, deutlich mehr Hamstis, ja. Hallo, mein Name ist Ronin und ich habe ein Problem mit GIF-Animationen. Wieso? Wichtig ist grundsätzlich, habt nur Spaß am Spiel.
Alles andere ist nicht wichtig. Ja, das ist mir vor einer Woche ungefähr wieder aufgefallen bei einem anderen Spiel. Das habe ich in der Reha angefangen, um mich hinzudaddeln einfach. Also eigentlich Browser-Spiel, in dem Fall auf dem Handy gezockt. Forge of Empires, so Städtebau, Aufbau, Simulator, durch Zeitalter in durchforschenden Geschichte. Und habe einfach gedacht, oh, ich mache es eigentlich ganz gut. So, ich habe meine Häuschen, ich komme eigentlich durch die Zeitalter ganz gut voran und alles super. Und war dann in der Gilde-Korp halt drin und die war halt so semi-aktiv und immer inaktiver. Und dann war halt noch ein anderer Typ drin, der halt auch sehr aktiv war, mit dem ich halt hauptsächlich halt so gehandelt habe und sonstige Sachen getrieben habe. Und jetzt hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr, er geht jetzt in andere und ist dann gewechselt. Und für der sag mal Bescheid, wenn du was Gescheites gefunden hast, dann komme ich nach. Und dann hat er eine gefunden gehabt, aber das war also die richtige Überspieler, also Leute, die halt so 2000% Effizienz machen. Ich bin ja auch gern effizient, aber halt nur, wenn es für mich kein extra Aufwand ist. Ja. Beziehungsweise ich bin auch bei vielen Sachen einfach effizient, um keinen extra Aufwand zu haben. So. Und die waren halt dann so, dass er halt, erster Kommentar war, du kannst dir andere, also die Städte von anderen Leuten kannst du dir angucken, und er guckt halt, einer von den Gilden oben guckt da mal in die Stadt, aber halt, der diskutiert Scheiße. Ich so, ja, was ist das für eine Aussage? A, es ist unhöflich as fuck und B, warum? Also erklär halt, warum irgendwas nicht ist, Kritik. wie du glaubst, dass es sein soll. Genau, Kritik muss konstruktiv sein. Und dann meinte er so, ja, du hast halt einen Haufen Produktionsgebäude und halt einen Haufen Einwohner, aber du hast ja halt keine Sondergebäude. Und ich so, ja, Sondergebäude impliziert halt, dass es was Besonderes ist und nicht, dass es halt alles das sein soll. Also ja, aber das ist halt im Spiel eigentlich so, dass halt die Sondergebäude quasi das Wichtige sind, alles andere ist halt nutzlos. Und deine Forscherei durch die ganzen Zeitalter ist halt auch komplett für den Arsch. Dann wieder, ja, warum ist die halt für den Arsch? Ich habe mich halt in dem Gespräch halt richtig so fast keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt, weil der Typ halt durch seine negative, destruktive Art mir halt da sehr, sehr viel Spielspaß genommen hat. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, dass jemand halt durch solche Aktionen halt geschafft hat, mir was kaputt zu machen. Weil ich dann halt auch angefangen habe zu hinterfragen, so, ja, macht es halt Sinn, so wie ich es mache? Und wäre es halt anders, dann nicht besser oder so? Aber ich habe dann für mich entschieden, mir hat es, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, Spaß gemacht. Und deswegen ist mir jetzt scheißegal, ob das jetzt für einen anderen halt nicht die Art ist, wie das Spiel zu spielen ist oder wie er glaubt, dass das Spiel zu spielen ist. Deswegen lasse ich auch in Eve nicht irgendwie da reinquatschen. Warum ist mein Überfall? Ach, Wenn ihr wieder. Spaß habt, habt ihr Spaß und damit ist der Spielsinn schon gegeben. Seong, wenn du schreibst, Ben könnte Ingame eigentlich eine Bank mit Kreditvergabe gründen, begründe das doch mal. Das fände ich Ich spannend. kann das schon absagen, das darf man nicht, es ist eine Euler-Verletzung. Es war früher gang und gäbe, ist zu leihen, aber das wurde dann für Real Money Trading missbraucht, diese Konstruktion. Und seitdem ist es verboten. Ich habe auch mal jemanden privat ist geliehen, aber der hat dafür auch ein Schiff bekommen und hat das dann in Raten abbezahlt. Das ist dann noch mal was anderes. Obwohl damals war es noch nicht verboten, ne? Nee, das war auch, also es war ja auch ein Item geliehen und dann die Rückzahlung. Das war ja, ist Genau. ja kein reines Bankgeschäft gewesen. Ne, das ist richtig. Aber da muss man ziemlich vorsichtig sein, weil ISK dann ohne Gegenwert zurückzahlen, beziehungsweise die erste Zahlung halt an ISK an irgendjemanden in größerem Volumen kann halt beide halt zu Schwert führen wegen Real Money Trading. Vorsicht sein bei sowas, ne? Und wenn jemand sagt, ich mache aus 1 Million ISK 1 Milliarde, solltet ihr eh nicht drauf eingehen, weil das sind, was im Echten nicht geht, geht auch im Spiel nicht. Hat CCP kein Interesse daran, das theoretisch einzubinden, weil praktisch verdienen sie ja viel mehr Geld, wenn du dir kein ISK bei einem Spieler leisten, als wenn du dir mit Echtgeld Plex kaufst und dann die Plex auf dem Markt verdickst und dafür Geld bekommst. Deswegen sollte er ja beim Deswegen ist halt eine Marketway Bank vom Konzept her halt nicht nur Real Money Trading gefährlich, sondern es mindert halt auch die Einnahmen von CCP. Aber beim Marquee Dragon im Shop zu kaufen ist nicht verboten, weil der kauft das ja von CCP und ein Teil Geld, also der größte Teil geht wahrscheinlich dann an CCP, ein Teil bleibt bei ihm, ein Teil bleibt bei euch und ein Teil bleibt bei mir. Das ist wirklich interessant. Die Spieler
aus Europa zahlen den Europreis. Dollar und Euro ist 1 zu 1, aber der Dollar ist viel schwächer. Deswegen lieber über den Dollar kaufen. Ich weiß nicht, wie ist der Dollarkurs im Moment? Warte mal. Hat den jemand zufälligerweise im Kopf? Dollar ist bei 91 Cent. Oh, dann ist der Schwund doch massiv. Der war ja zwischendurch mal auf 86, ne? Der war auf teilweise sogar auf 80 runter. Aber ich sag mal so, das sind immer noch mal ein Prozent, die du dann quasi Vorteil hast, wenn du es in Euro bezahlst. Also, ich würde nicht drauf spucken, wenn ich sparen kann. Ich darf das Affiliate-Programm nicht für mich selber nutzen. Kurzer Hinweis, da gerade die Frage kam von Lerafin, Geld zwischen eigenen Chars hin und her machen. Also CCP kann schon sehen aufgrund von eurer IP, dass ihr der gleiche, dass die gleiche Person ist, die eben dran ist. Was problematisch sein kann, ist, wenn halt die Chars an verschiedenen Orten gespielt werden. Das heißt, wenn ihr im Geschäft in der Mittagspause Eve zockt und dann halt da irgendwie Geld von A nach B schiebt und dann euch daheim einloggt, dann kann es halt sein, wenn der eventuell von dem Skript alarmierte Game Master da ein bisschen dulli ist und nicht sofort real, dass es halt immer die gleichen IPs sind, also IP-Bereiche, weil Geschäft ist, wandert ja nicht durch die Gegend und euer Haus wahrscheinlich auch nicht. Also wird halt die IP, die ersten Teile von der IP immer gleich sein und dann halt nachvollziehbar, dass es halt immer der gleiche Ort ist oder immer die gleichen zwei Orte. Geht dann um das erste Occlet bei der IP. Grundsätzlich gibt es aber einen Schutz. Ihr könnt ISK so viel hin und her schieben, wie ihr wollt, wenn die Accounts mit der gleichen Mailadresse verknüpft sind. Also wenn ich nachschaue, welche Mailadresse, wenn ich irgendwas hin und her schiebe, dann weiß ich, das ist alles in einer Mailadressengruppe. Und da kann ich hin und her schieben, so viel wie ich will. Das interessiert CCP dann nicht. Weil gehört ja zu einer Person, egal von welche Occlet da dahinter steht. Da hatte ich auch mal eine Nachfrage, da habe ich größere Summen hin und her geschoben und da wurde mir dann auch mitgeteilt, weil ich gefragt habe, ist das ein Problem, diese Summen hin und her zu schieben? Da wurde mir mitgeteilt, kein Problem, läuft alles über ein und dieselbe Mailadresse. Aber es gibt ja Leute, die verwenden dann für jeden Account eine andere Mailadresse, damit, wenn irgendwas verschenkt wird, sie dann, sag ich mal, 10-mal bei 10 Accounts abgreifen können. Ja. Aber es hat dann auch Nachteile. So, Tower können, müssen aber nicht sterben. Bei den 70.000 ISK, die an Kopfgeld geben, Nee, die Tower müssen wir es machen. auch nicht unbedingt. Tower mache ich ja auch nicht kaputt. Auch wenn mich das juckt. Das sind keine Banken. SAP ist quasi eine Versicherung sozusagen. Also wenn du halt für deine Allianz kämpfst, dann kaufst du dir einmal das Schiff entsprechend der Vorgabe, Doktrin von der Allianz. Und wenn das Schiff halt platzt, dann kannst du es in der Regel über eine Software, die eine API-Abfrage hinten dran hat, beziehungsweise mittlerweile ESI-Abfrage hinten dran hat, den Link quasi von dem Kill einbinden oder mitschicken, kurze Info, was für eine Flotte das war, und dann bekommst du das Geld halt dann entweder sofort oder halt im Laufe der nächsten Tage, je nachdem, wie hoch das Aufkommen ist oder wie häufig das halt gemacht wird von der jeweiligen Allianz, halt dann auf deinen Char überwiesen. Das heißt, du kaufst dir dann ein Schiff für nicht 70 Mille und dann gucken die halt, was kostet das Schiff halt in Jeter, ziehen davon den Versicherungsbetrag, den du von den NPCs bekommen hast, halt ab. Also 6 Millionen, 7 Millionen, so irgendwas. Und überweisen dir halt quasi die Differenz. Und das läuft halt bei großen Allianzen halt nahezu vollautomatisch.
Und ich bin mir sicher, wenn halt, dass sie sich in CCP auf die Idee käme, ja, lass mal SRP verbieten, dann würden sie quasi das 06 sofort töten, weil halt keiner mehr kämpfen würde. Es gibt zwar Allianzen, wo halt kein SRP vorhanden ist, aber die tun sich halt dann sehr, sehr, sehr schwer, die Leute zu motivieren. Und wenn du halt volles SRP hast, dann kaufst du halt einmal das Schiff und dann hast du es halt quasi für immer. Also wird halt immer wieder ersetzt in ISK. Vielleicht nicht immer die 100% Summe, aber ich sag mal, du gehst halt nicht mit leeren Händen raus, wenn du geschossen worden bist, und macht das, lässt halt dann auch, ich sag mal, Anfänger, die viel in Techland fliegen, ein bisschen mutiger sein und dann halt auch die Initiative ergreifen und vielleicht dann irgendeine blöde Aktion machen, die dann dafür führen, dass dann die Gegnerin doch noch gecatcht wird oder das entsprechend nervige Schiff dann halt doch noch gefangen wird und weggeschossen werden kann. Antje Vermehrer, du hast ein Minus-Standing von 9,9 bei Kaldari. Und dein Char ist erst 4 Tage alt. 9,9, was? Hat sie da oben geschrieben, Antje Vermehrer bei einem Kaldari. Warte mal, beim Kaldari-Standing, ach, das hast du? Böses Mädchen, ja. Und da ist das Mikaka. Naja, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Das kommt bei mir vor. So, wo fliegen wir hin, Ben? Ich bin noch am Anomic Agents wegklicken. Also wir haben eine, in Ohide eine unautorisierte militärische Präsenz. Okay. Und danach in Eridan haben wir ein Duo of Death. Es kann nur ein Alt von Antje sein. Father Delph ist heute sehr philosophisch. Es ist alles möglich, bis es nicht mehr möglich ist. Mein Tee ist alle. Naja, also du leist dir ja da nichts. Also, sag mal so, es gibt keine Bank, wo du ohne Sicherheiten dir irgendwas leihen kannst. Aber es gibt schon Leute, die dir Geld leihen. Aber die wollen halt dann Sicherheiten sehen. Also dann ist es halt eine Geschichte, wie ich brauche halt, was weiß ich, 20b oder so. Und dann gehst du halt hin und sagst, hey, ich brauche 20b. Also ich dachte, hey, was für Sicherheiten hast du? Ja, ich habe hier einen Supercarrier. Nee. Ich bin momentan nicht am Ratten, aber ich könnte dir den halt geben und dann sagt er, ja gut, dann gibst du mir den und dann kaufst du den halt dann in sich einem Monat wieder für 22 oder so. Dann einigt man sich drauf, dann kriegt der Super halt wieder dann verkauft und dann einen Monat später wieder zurückgekauft. Das ist ein ganz normaler legaler Handel, nur dass halt dann für den Monat halt dann 10% Zinsen gezahlt worden sind für die Kohle. Das Während ist eine Möglichkeit, die es halt gibt, aber das ist dann halt auch keine Bank in dem Sinne. Das ist halt dann mehr so Pfandleihgeschichte. Ich wollte noch mal den Diabetiker unter euch was zeigen außer der Reihe. Ihr wisst ja, ich habe früher diesen Freestyle Libre, diesen Sensor, den man so auf den Arm klebt und dann ist da so ein Filament drin, was den Zucker im Plasma misst. Das ist der Sensor des Freestyle Libre 2. Wir halten mal den neuen Freestyle Libre 3 dazwischen. Ich meine, ich kann ihn nicht scharf machen, aber das Ding ist um einiges kleiner. Also das ist ein Heiermann, das ist 5 €, 2 Stück 5 D-Mark, 2 Stück übereinander. Und dieser kleine Winzling hat jetzt auch eine Batterie drauf, ist auf eine Folie gelötet und spart zig mehr Plastik, ist genauer und trägt permanent die Daten ans Telefon in die App rein. Ohne Unterbrechung, finde ich total klasse. Endlich mal Technik, die weiterentwickelt wird.
falls Diabetiker hier zuschauen, ich weiß, dass da welche sind, fragt mal nach dem Freestyle Libre 2. Ist definitiv eine Verbesserung. So. Ohide, bist du vorgeflogen? Ach ja, bist du. Ja, Entschuldigung. Wir sind schon in der Zeit. Ja, danke, danke für den Tipp. Ich war jetzt gerade etwas irritiert. Wie immer eigentlich. Also zu diesen Warbonds, das haben einige Allianzen gemacht im letzten Krieg und das ist aber eine umgekehrte Mechanik. Das heißt, du leistest nicht als Spieler Geld, sondern die Allianz leiht sich bei ihren Mitgliedern Geld. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Da ist es dann auch schwierig, irgendwie MRT rauszumachen, weil die Kohle ist ja quasi auf der falschen Seite. Also diese Kriegsanleihen, wollen wir sie mal nennen, waren keine, nicht, war nicht legal. Das ist absolut korrekt. Aber es ist natürlich erstmal schon verwirrend, dass Spieler fragen und sagen dann, ey, ist das nicht illegal, Warbonds? Aber das ging. Ich glaube, es haben sogar beide Parteien gemacht, ne? Das Papi. haben alle Seiten gemacht. Ich glaube, die Einzigen, die es nicht gemacht haben, waren, glaube ich, Fraternity, weil die ja Geld zum Scheißen haben. Ja. Putz. Sorry, ich habe gerade husten müssen. Ben, du hast, glaube ich, eine für dich schon vor längerem eine Art zu spielen für dich entdeckt. Wollte ich eigentlich mal so allgemein kundtun. Ben hat seine Alts so erstellt, dass er auch die Piratenmissionen fliegen kann. Das heißt, Gorista, Angel, jetzt mal nur die beiden nennen. Ich glaube, sind das nicht, sind das schon? Nee, Serpentis gibt es noch, aber Serpentis fliegst du nicht, ne? Nee, aber ich kann Blood Raider und ich kann Gorista fliegen. Also wer gerne diese Mission fliegen möchte, die sind auch nicht schlecht. Ich sehe gerade, dass Antje das also auch macht und sich dann natürlich teilweise das Standing sowas von zerrupft. Das macht dann auch wenig Sinn. Also ich finde es dann interessanter, wie Ben ein All zu erstellen, der dann nur dieses fliegt und eure Main-Char davon nicht betroffen sind. Ihr solltet eure Alls auch wirklich nutzen. Ist auch so eine Sache. Ich mache das nicht. Dafür machen meine Zynos ein paar andere Sachen. Vielleicht mache ich das später auch mal, aber eher nicht. Wann hast du damit angefangen, Ben? Wann ich mit angefangen habe. Also mit dieser Aufteilung an sich oder mit Ja. Gorista-Mission? Ja, mit dieser Aufteilung an sich. Mit dieser Aufteilung habe ich angefangen, 2011 oder so. 2011, 2012, so irgendwann in dem Dreh habe ich angefangen mit dieser Aufteilung. Ich habe hauptsächlich Galente damals geflogen und wollte irgendwas anderes ausprobieren. Und dann habe ich aber festgestellt, durch diese, also auch wenn du nicht die Storyline-Mission fliegst, die dich in die dich Standing bei anderen zerschießen und auch wenn du nicht hingehst und fliegst gegen die Fraktion, ist ja immer so, dass immer so ein Müh, die ab und zu mal verloren geht an Standing bei den anderen nicht geflogen. Das heißt, auf Dauer verlierst du halt bei denen. Das kann man dann über die Sisters Arc ausgleichen, aber man muss es halt im Auge behalten. Das ist mir damals aufgefallen, da bin ich tatsächlich die Sister selber geflogen, war im Amar Space. Und also die geht ja im Kreis rum und fängt Galente an, geht dann Kaldari, geht Minmar, Tavan, Amar am Ende. Und dann war ich in dieser Mission, wo man den diese Statue raushacken muss, aus diesem kleinen Monument. Da stehen irgendwie zwei Kreuzer und zwei Frickse, da was stehen da außen rum. Also nichts, wo man sich irgendwie Kopf machen müsste. Ich damals mit, glaube ich, in der Jaguar noch geflogen. Haben wir vorhin noch drüber gewitzelt, über die Jaguar-Geschichte. Und also halt nichts, wo die Jaguar sich irgendwie was ins Hemd hätte machen müssen und heute auch, also die gleiche Konstellation wäre heute auch kein Problem für die Jaguar. Und ich fliege halt in die Side rein und krieg halt tierisch ein aufs Brett. Ich denke, also, Alter, was ist los? Und in dem Moment bin ich ja schon geplatzt.
Dann sehe ich halt, dass halt da Schlachtschiffe drinstehen. Ich denke so, Alter, seit wann sind in der Sisters of Eve-Epic Schlachtschiffe drin? Haben die da irgendwas gepatcht? Und ich reiz halt überhaupt nicht. Und dann bin ich halt an die Station, habe mir ein Anfängerschiff geholt, fliege halt in die Site rein, um halt meinen Wrack zu looten. Und dann sind die Schlachtschiffe wieder da und schießen halt sofort auf das Anfängerschiff. Dann habe ich halt trotzdem noch gelootet und bin abgehauen. Und dann ist mir halt irgendwann aufgegangen, dass halt dann die Einblendung kommt von wegen so, ja, hier Empire mag dich halt nicht. Herr Ronin, was machst du hier bei uns im Space, wenn du halt, wenn wir dich halt erwischen, schießt mit den Hintern weg. Und dann ist mir aufgegangen, so, ja, vielleicht liegt es halt am Standing, also so schlechtes Standing bei Amar, dass ich halt, dass sie mich halt wegschießen. Und dann habe ich halt mal die Standing-Klappe aufgemacht beim Char und habe halt festgestellt, ja, tatsächlich, die mögen dich hier nicht. Und dann habe ich halt geguckt, wie kriege ich das noch irgendwie eingefangen, weil meine Lösung war dann, ich mache halt die Epic Arc, fertig und löse halt für Amar ein und dann geht halt mein Amar Standing hoch und dann ist halt die Geschichte quasi gegessen. Problem ist halt, du kannst halt die Amar, die Epic Arc halt nicht fertig machen, wenn du Amar Space weggeschossen wird. Also funktioniert halt nicht. Und dann habe ich halt geguckt und festgestellt, ich kann Diplomatie noch hochskillen, habe ich Diplomatie auf 5 geskillt, das hat dann irgendwie 2 Tage gedauert und dann habe ich die Arc dann halt gerade so, vom Amar Standing her, war ich dann gerade so, dass sie mich ignoriert haben. Die Arc abgegeben dann für Amar und dann war das Amar Standing halt wieder so hoch, dass ich halt im sicheren Bereich war. Und von dem Zeitpunkt an habe ich halt dann sehr darauf geachtet, im sicheren Bereich zu sein, also wo halt mein Standing ist und da halt mir es nicht zu versauen. Und gleichzeitig auch angefangen, dann meine Chars dahingehend auszubauen, dass halt jeder seine spezielle Rolle bekommt. Dass ich halt einen Char habe, der in dem Fall jetzt Kari hier im Amar Space rumgeistert und halt die ganzen Amar Sachen hat. Die war halt auch dann ganz am Anfang, war sie auch bei anderen Korps unterwegs. Deswegen sieht ihr LP-Konto ein bisschen Kraut und Rüben aus. Also Amar, Kraut und Rüben, verschiedene LPs. War in der Nähe von Amar irgendwie 3 Jumps out, hat da eine Zeit lang geflogen. Dann hat sie für. Ah, lass mich nicht lügen. Ich glaube, wie heißt denn diese Geschichte? Muss ich gerade mal gucken. Spick gerade mal ins Konto rein, da ist eine TLP drin. Ministry of Internal Order hat sie dann auch geflogen. Und ein bisschen für Kaldari, aber das war dann in Osmon eigentlich nur als Backup, als die anderen Chars in Null waren, dass ich da weiterhin einen Char habe, der halt Sisters fliegen konnte. Ja. Kann sie auch immer noch. Und dann ist es halt so nach und nach gewachsen, dass halt jeder Char so seine, also 3 meiner Chars sind relativ ähnlich, aber das hat sich halt dann über die Zeit so ergeben, dass halt Saronin, Puschelhase und Freemish von ihrem Ansehensprofil halt relativ gleich sind, dass sie halt als Minmatar-Char halt auch gutes Galente-Standing hat, erklärt sich halt aufgrund von dem abgeleiteten Standing. Dass Puschelhase als Galente-Char auch gutes Minmatar-Standing hat auch und Freemesh als Sakka-Tribe-Char auch gutes Minmatar-Standing hat, ist halt auch irgendwo klar. Das heißt, die überschneiden sich halt mittlerweile ein bisschen. Das heißt, im Endeffekt, wenn ihr halt also auf den sehr, sehr weiten Vorausblick gehen wollt, dann könnt ihr halt mit 2 Chars im Endeffekt alles abdecken. Dass ihr einen Char habt, der halt Minmatar, Galente und Goristas halt hat. Also ein Pirat, 2 Fraktionen und Blood Raider in dem Fall noch. Also 4 Sachen. Und der andere Char, der macht halt Amar Kaldari und Angel und Serpentis. Weil die halt sich nicht gegenseitig ins Standing reinwurksen, beziehungsweise nur so minimal, dass es quasi nicht ins Gewicht fällt. Also das ist auch eine gute Weise, seine Alts zu verteilen. Das kommt immer darauf an, was jeder so möchte. Bei mir sind die Alts als Zyno-Chars da, Forschungs-Chars, PI-Chars, Produktions-Chars, aber das werden deiner sowieso auch können. Nur so viel Freude habe ich an den Fraktionsmissionen auch nicht. Wir sind, glaube ich, in Eridan, ja. Ja, wir sind in Eridan. Ich gebe zwischenzeitlich noch die Mission kurz ab, damit wir dann eine kleine neue haben, wo das los hingeht. Ich bleibe einfach Und hier wir stehen. wären dann noch in
In Get wäre dann quasi auf dem Rückweg, wäre dann eine Storyline-Mission. Faser Delph. CCP gibt meistens die Accounts mit den Charakteren wieder zurück, aber wie du schon sagtest, halt mit null ist drauf, weil man davon ausgeht, dass Dass zu viel falsch gelaufen ist. richtig, das ist normal. Man kann das natürlich, die Idee, das mit Abyssal-Modulen zu verschleiern, die plötzlich an Schnitt statt ist plötzlich 10B wert waren, ist natürlich, es gibt, ist eine Möglichkeit, das würde, dass das auffällt, irgendwann ist klar, wenn man es übertreibt. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, wie man sowas verschleiern kann. Aber es ist dann auch immer eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal auffliegt. Ich kenne nur eine Art, wo es bis jetzt nicht aufgeflogen ist, aber die kann ich leider nicht, ist nicht nett, aber die kann ich leider nicht thematisieren hier im Stream. Weil alleine schon das Sagen, wie es funktioniert, ist, mag CCP nicht. Und wenn es dann zu viele so machen würden, wird es auch wieder auffallen. Also lasst euch im Stream oder auch in-game im Chat nicht dazu verleiten, darüber zu schreiben. Schweige denn zu reden. Kennt jemand Kraarz Darina? Ist das einer von unseren Chars, die hier zuschauen? Bei Lake Channel ist er nicht, aber ich wollte sicher gehen, dass ich ihn ablehne und er halt. Frank ist dazu gekommen. Grüß dich, Frank. Kann es sein, dass du auch YouTuber und auch Streamer bist, Frank? Nee, bist du. Okay. Weil es gibt auch einen Streamer oder YouTuber, der Frank GTB heißt. Glaube ich. Nee, dann habe ich mich vielleicht vertippt. Hatte gerade noch mal gesucht. Trotzdem willkommen. Aber ich hätte dich sonst supportet. So. Wenn du mal damit anfangen möchtest. So, als ob da ganz lange gewartet für eine sehr, sehr kurze Mission. Ist egal, nehmen wir mit. Dafür haben wir auf dem Rückweg eine schöne Mission. Okay, ich wollte gerade fragen, ob der Fleet überhaupt angekommen ist, aber er ist angekommen. Nur Zumindest. die ganzen Schlachtschiffe, die stehen halt noch. Das liegt halt daran, dass es Schlachtschiffe sind. Und dass wir keine Schlachtschiffe für Level 4 Mission fliegen, ist auch der Effizienz Geschuldet. von Ben geschuldet, weil er spielt, wie er spielt. Und wie gesagt, ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, bestimmte Sachen so zu machen, aber letztlich unterm Strich ist es immer richtig gewesen, dem zu folgen. Ich bin seit ungefähr 3 Wochen dabei zu überlegen, ob ich mir nicht vielleicht doch irgendwo ein Schlachtschiff hole. Einfach nur because of it. So. Und ich bin halt dann, gucke mir die Schlachtschiffe an und überlege. Und dann komme ich halt dann doch immer wieder zu dem Schluss, dass es halt sich nicht lohnt. Also dass halt das jeweilige Schlachtschiff halt. Jo. Matti, schön, dass du da bist. Kann ja mal ein paar reinschmeißen und meine Gedanken dazu wiedergeben. Ich hoffe, ich habe die jetzt hier alle online. Also ich benutze Schlachtschiffe eigentlich nur lieber, um den Kettenblitz zu nutzen,
weil das Ja, einfach. das war auch auf der Liste drauf. Ich schmeiße das mal rein. Also die Thunder Child, das war eine der ersten Versionen, die ich halt überlegt habe. Aber das widerspricht Und doch dem ISK-Gedanken. genau, da war halt die Munition, die mich so ein bisschen gekillt hat, wo ich halt sage, so, also das ist halt, ich sag mal, Gaudi. Macht vielleicht auch Spaß, wenn man an diesem Kettenblitz Spaß hat, so. Aber die Munition ist halt still in keinem Verhältnis zum Effekt am Ende. Findest du? Finde ich klasse. Und dann bin ich halt weiter meine Liste durch. Leshnac hatten wir ja schon, also die sind mir ja schon geflogen, aber da habe ich halt gemerkt, das ist halt aufgrund vom Armor-Tank, ist mir das halt einfach zu lahm. Also das macht mir dann halt einfach keinen Spaß, hier den Sack Zement irgendwo rumzustehen und dann irgendwann zu warten, dass er umfällt und ein bisschen schneller wird er durch. Also war das halt dann auch nichts für mich. Und dann bin ich halt dann, was es halt noch so gibt, die Macher in verschiedenen Versionen halt dann entweder als AT oder als Autocannon, die Nestor, dann halt zusammen mit Frank als Team Activate-Geschichte was anzustoßen, Nighthawk-Dingens, das war aber alles dann immer so. Entweder sehr teuer oder halt nicht wirklich effizienter als das gleiche Schiff halt als Kreuzerversion wäre halt. Also da war halt immer so das, da fehlt halt so dieser, dafür tue ich mir dann halt auch dann dieses Langsame an. Rattlesnake, übelst viel Tank, brauchst du halt eine Level 4 Mission nicht, macht halt Riesenschaden mit den Torpedos, beziehungsweise auch mit den Cruise Missiles. Cruise Missiles sind aber halt tierisch langsam, Torpedos haben keine Reichweite. Es war immer so eine Pferdefuß-Geschichte dann. Hast Das du was letzte gefunden? Geschichte war halt die Bargest. Die hat sich Alex dann geholt als Idee, weil der sie so cool findet. Ach, du meinst die flache Flunder da? Genau, das war dann, also das ist auch ein schönes Schiff, aber sie ist halt netto, wenn man alles berücksichtigt, ist sie halt nicht effizienter, eine Bargest zu nehmen, als wenn du halt dir eine Cerberus holst. Und die Cerberus, sie ist halt bei 350 Mille. Und die Bargest liegt halt bei 1,5. Heißt, du kannst halt sehr, sehr viele Cerberus an die Wand fliegen, bevor du halt eine Bargest halt dann draus hast von der Kohle. Wo fliegen wir hin? So, wir sind fertig. Nächste Geschichte ist in Get. Geht, wo es geht, da es geht. Okay. Viator und dann Get. Also das ist mit den Edencom-Geschichte, das ist, also ich glaube, wenn du die Thunder Child als Flockendoktrin nehmen würdest, vorausgesetzt natürlich, das Umfeld stimmt, sprich du kannst SRPen und du hast halt auch die Möglichkeiten, durch eine SIG oder was an die Rohstoffe zu kommen, um die Teile halt zu bauen oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass du mit einer Thunder Child-Flotte halt eine Hackflotte komplett auseinanderschratzeln kannst, Oh ja. weil die Logistik einfach nicht hinterherkommt. Wenn du halt ein Primary hast und dann alles im Umkreis von dem Primary geschossen wird, dann werden ja nicht wieder nicht ein Schiff geschossen, sondern 10. Und wenn du halt mit sich 250 Leuten dann auf einen schießt, dann ist halt außenrum alles andere auch gleich mit beschossen. Das heißt, die Logistik müsste vielleicht 50 oder 60 Schiffe gleichzeitig heilen, kriegt die halt nicht auf die Kette. Also das ist halt einfach spielemechanisch nicht abbildbar. Ich habe auch beobachtet, dass das erste Ziel, worauf dieser Kettenblitz trifft, gar nicht den massivsten Schaden hat, sondern dass der sich zum Ende der Schlange verstärkt, also dieser Kette. Das ist schon recht übel. Ich glaube nicht, dass die Logistik, da schließe ich mich Ben auch an. Das ist, da passiert da nicht viel. Und selbst wenn du dann sagst, ja gut, dann schmeißen wir halt Drohnen raus, dass halt jeder 5 Drohnen draußen hat, wo dann halt der Schaden aufgrund von der Signatur nicht so voll ankommt, ist halt über die Menge und die Wahrscheinlichkeiten dann immer noch so, dass es halt
nicht logistisch aufholbar ist. Wäre mal interessant, teste das doch mal. Also ich habe, wer war das damals? War das Lumpy Ben, die mit den T1-Schiffen so erfolgreich waren in Schlachten? Ja. Lumpy hat mal was ganz Interessantes gemacht. Die haben gesagt, wir machen jetzt Krieg und verwenden T1-Schiffe. Und haben, die kann man ja nun mal ohne Ende nachbauen in einem Affentempo. Und die Leute sind in ihre Schiffe rein, sind in den Krieg, sind irgendwann geplatzt, haben sich ins nächste Schiff gesetzt. Und es hat nur einen Bruchteil dessen gekostet, was eine T2-Flotte gekostet hätte. Und es kam immer wieder Schiffe und das habe ich gefeiert. Das ist eine ganz alte Taktik, die hat Test vor über 10 Jahren auch mal gehabt, als Test noch arm und wirklich eine Anfängerallianz war. Und da haben sie halt mit Rifter dieses Spiel gemacht. Da bist du halt dann mit deiner damals Schlachtschiffflotte oder Kreuzerflotte angekommen, damals noch T1. Also auch die Kreuzer waren keine Heavy Assault Cruiser so gang und gäbe, sondern war halt wirklich auch alles T1 damals. Aber der große Vorteil war halt die Nachbaubarkeit. Die niedrige Skillhöhe, dass du halt quasi alles, was irgendwie fliegen konnte, konnte halt innerhalb deiner Allianz halt aufs Feld gebracht werden. Das ist eine Sache, die damals noch nicht so war. Da war halt immer so ein bisschen die Skillschranke, dass du halt irgendwas können musstest und dann durftest du erst. Und das hat dann halt bei Tests dazu geführt, dass sie halt dann mit 4, 5, 6 vollen Flotten, also volle Flotte heißt 250 Leute, mal 4, mal 5, mal 6, heißt 1500 Leute halt auf dem Feld waren, alle in Riftern, die halt auf alles Mögliche geballert haben. Und die Kreuzer und die Schlachtschifflogistik von den jeweiligen Flotten, die war halt an einem Rödeln, weil der halt ständig auf irgendwas geschossen war. Das war das richtige Chaosprinzip dann halt. Und das war auch sehr erfolgreich und Rifter, wenn sie halt stirbt, dann waren halt irgendwie 2 Mille weg. Das war halt, jo. Wenn du 30, 40, 50 vor der Schlacht hier in den Hangar gestellt hast, bist du angedockt oder im Port halt oder du hast dich killen lassen im Port und bist dann halt sofort auf der Station gelandet und warst sofort in einem Fight. Ja, instant. Definitiv. Derafin fragt, SAP ist schon beantwortet worden. Ship Replacement, irgendwas. Das heißt, die Allianz übernimmt, wenn du eine bestimmte Doktrin, also ein bestimmtes Fitting in deinem Schiff, was vorgegeben ist, fliegst, bekommst du bei Verlust des Schiffes den größten Teil des ISK, wenn nicht sogar vollständig ersetzt aus der SAP-Kasse. Ich hatte das vorhin auch schon am Schirm. Ich habe es dann wieder vom Schirm runter, dass man erklärt, was ist SAP. Weil wir verwenden natürlich viele EVE-bezogene Sprachen und Begriffe. Und das ist etwas, das ist mir in Ben's Stream aufgefallen. Wenn ich mit den eigenen Stream, fällt das nicht so auf, aber ist mir aufgefallen, dass unheimlich stark Begriffe verwendet werden, die Einsteiger gar nicht kennen können. Dass wir da vielleicht ein bisschen drauf achten, weil ich hatte das auch nicht so sehr im Fokus. Frank Internet Explorer, weil der klingt wieder im Chat hinterher. Nee, ich habe das schon mitbekommen, dass der Chat das beantwortet hat. Aber mir ging es ja im Fokus darum, dass wir tatsächlich Wir haben die Frage ja vorhin schon mal gehabt. ja. Das haben wir ja vorhin schon mal beantwortet. SAP hatten wir noch nicht beantwortet. Wir haben es Doch, haben verwendet. wir beantwortet. Also ich habe es auf jeden Fall vorhin schon mal beantwortet. War Okay. dann die Frage, warum SAP erlaubt ist als Bank quasi Ach und so, warum Bank als Bank nicht erlaubt ist. in dem Kontext, ja. Ich bin halt so. Ich kann da nochmal auf die Linksammlung verweisen von mir. Einerseits wegen der Programme, andererseits weil auch da relativ weit unten unter Wissen ist Each Speech, das ist nämlich von Each University, das Lexikon. Da steht dann drin, was bedeutet. Finde
vielleicht nicht immer 100% erklärt, aber auch viel mit Links dann. Natürlich englischsprachig in dem Fall. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt das anfange zu übersetzen, dann also bringt halt nicht so viel, weil die Info ist auch durch einen Einzeiler in der Regel zu erschließen. Das steht auch wunderbar bei Afterburnern, Propulsion Equipment. Das heißt, alles, was mit diesen Modulen zu tun hat, was unter Propulsion läuft, ist Prop Mods. Also Genau, das Prop-Module. muss dann auch weiter unten unter Prop-Mod stehen. Ne? Ja. Also da sind halt sehr viele If-Begriffe, die man vielleicht nicht, die sich nicht sofort auf den ersten Blick erschließen, halt dann erklärt oder übersetzt. Teilweise auch hoffnungslos veraltete Sachen, die nicht mehr verwendet werden. Vaterdelfs geliebte Baltec-Flotte zum Beispiel ist unter B das zweite, was erklärt wird. Und also da kann man viel Wissen rausziehen. Oh ja. Meine Frau fragte mich die Tage, was macht das Spiel für erwachsene Menschen so interessant? Ich finde es immer interessant, dass du dich als Erwachsener rechtfertigen musst, wenn du spielst. Nee, doch, darum ging es nicht, sondern sie fragte, was das Spiel so interessant macht. Ich habe ihr das versucht zu erklären, aber... Ja, mir ist es halt aufgefallen, so, wenn du so, sag mal, nach der Pubertät, so, du bist 16, 17, ist es noch okay. 18 ist es schon kritisch und wenn du über die 20 raus bist und immer noch Computer spielst, dann bist du halt quasi komplett komisch. Quatsch. Also, ich sag mal, im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Dass aber, ich sag mal, die ganzen jüngeren Leute, also, ich sag mal, ich plus jünger, also, sagen wir mal, grob gerechnet, alles unter 40 halt in großen Teilen spielt. Ist bei den ganzen Alten oder Älteren gar nicht angekommen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das dann in so ein bisschen in Frage gestellt wird. So, wie du spielst? Spielst tatsächlich noch Computerspiele? Und Ja, natürlich. dann denkst du so, ja, warum nicht? Ich kenne mehr Leute, erwachsene Männer, die und Frauen, die Computerspiele spielen, als Leute, die es nicht tun. Selbst meine Frau spielt Computerspiele, nur heißen sie dann Solitär und so ähnlich. Serafins Frau spielt auch EVE Online. Ich hatte übrigens, apropos Frauenspiele, Hust, wollte ich eigentlich gestern ein Spiel, oder habe mir eigentlich gestern ein Spiel gemerkt, was ich euch empfehlen wollte. Habe es aber dann Gott sei Dank vorher noch selber ausprobiert, weil im Epic Store ist momentan ein Pinball-Spiel für Umme quasi zu haben. Problem ist nur, das ist verbuggt, das lädt das Menü nicht. Das heißt, ihr habt nur eine sehr schöne Musik-App quasi, die euch Musik spielt, aber die euch keine Pinball spielen lässt. Deswegen bis jetzt keine Empfehlung, auch wenn es kostenlos ist. Man kann sich zwar momentan holen, weil es kostenlos ist, aber man kann es ja momentan leider nicht spielen. Ich spiele auch gerne analoge Spiele. Ich habe aufgrund zahlreicher Anfragen über PN auch mal gezeigt, was so in meiner Warteliste drin ist, was ich mir kaufen möchte. Ich glaube, Exodus heißt das, nee, Metro, das steht auch bei dir auf der Liste, Ben, oder? Metro steht auch bei mir auf der Liste, ja. Und am 26. Mai kommt Sniper Elite 5. Jo. Und ich freue mich. Ist halt überhaupt nicht meins. Ist ein Schleichspiel, da musst du, kannst du nicht metzelnd durch die Gegend rennen und alles wegmachen, sondern du musst schleichen, musst dich Eben, genau, heranpirschen. das ist eine Sache, die mir halt, die halt bei mir nicht funktioniert. Oder einfach mal so eine Mission nur mit dem Messer abschließen. Schleichend. Weil ballern kann jeder. Ist das jetzt am Ende oder müssen wir durch das Gate da drüben durch? Durch das geht durch, sobald das Schlachtschiff weg ist. Okay. Hatten wir die Mission nicht heute schon mal? Nee, die hatten wir heute noch nicht.
da gerade in der Flotte besprochen wird, ob wir den Tech haben, für die letzte Stage aufzumachen. Tech haben wir liegt in Langkise beim anderen Char. Ich habe nur den normalen. Ja, wollte ich gerade sagen. Oben habe ich genug, hier habe ich keinen. Also Nakugat. Das ist diese hervorragende Vorbereitung, für die wir so berühmt-berüchtigt sind. Ja. Alles vorbereitet, alles organisiert wie die Profis. Glaube ich. Man könne das. Pilgesindel ist übrigens jemand, der seine Kinder hungern lässt, damit er Spiele hat, die er dann doch nicht spielt. Ne? Grüß dich, Sascha. In Vor allem, dein wenn schlechte Menschen mir sagen, dass er gerade sehr günstige Abos für World of Warships bekommt oder irgendwelche super günstigen Packs für Eve. Da in dem Silo wird wahrscheinlich was drin sein, denke ich Bin mal. schon dabei. Sehr gut. Übrigens, wenn ihr euch solchen Sachen, so stationären Objekten, die ihr gerade am Beschießen seid, annähert, dann und ihr Speedtankt in der Regel, dann nicht hingehen und das Objekt annähern, sondern einen Punkt hinter dem Objekt annähern, weil sonst bleibt ihr nämlich stehen, sobald das Teil stirbt. Ja. Was als Speedtank sehr ungesund sein kann. Es gibt so ein paar kleine Nettigkeiten, die muss man wahrscheinlich fühlen. Gott sei Dank haben wir daran gedacht, das Implantat rauszunehmen. Das ist 650.000 ist wert. Ach ja, Kinder. Da habe ich die Tage was gelesen, hat einer getweetet, von wegen, er war mit seinen Zwergen alleine, weil Mama irgendwie länger hat arbeiten müssen. Er hat aber dann aufgrund von seinem Homeoffice auch keine Zeit und auch keinen Bock mehr gehabt, irgendwas groß zu kochen. Dann hat er einfach Tomatenmark, Ketchup und eine Packung Tomatenpampe halt zusammengeschmissen und das halt seinen Kindern dann auf Nudeln serviert. Und die Kinder komplett begeistert, so, boah, super, wo hast du denn mal Spezialsoße her? Hat sich herausgestellt, dass seine Frau halt über Jahre so quasi Tomatensoße gelöst hat, in Anführungszeichen. Naja, so gibt es die bei uns nicht. Meine Frau hätte gerne, dass ich häufiger rote Soße Nudeln Spezial mache. Zum Glück weiß sie nicht, was ich da rein tue. Weil sie ist vegan. Also die Soße. Nein, eigentlich doch nicht. Ist Käse drin. Dann bist du zumindest vegetarisch. Ja, vegetarisch ist sie. Das Schöne an meiner roten Soße ist nicht viel drin. Es ist eigentlich nur Tomatenmark, ein bisschen Milch, Oliven, Knoblauch, zum Schluss ein bisschen Schafskäse reingebröselt. Und das Schöne ist, man kann Berge davon essen, ohne dass man so direkt möckesatt wird, weil da halt kaum Fette drin sind. Ah, Antje hat gestern ein 152 Millionen ISK-Implantat, also ein 52 Millionen Implantat Ich gefunden. glaube, das Teuerste, was ich in der Extravaganza drin hatte, waren, glaube ich, 40 Mille oder so. Nee, Als ist, Implantat wert. ja. Es geht schon mit mehr, das ist richtig. In der, die wir als nächstes fliegen werden, im Shipyard-Set, war das Teuerste, was ich je gefunden habe, das waren 93 Millionen. Weiß gar nicht, wie teuer wäre das hier. Gar nichts. Ja, du kannst ja, wenn du auf das Fadenkreuz im Markt klickst, beziehungsweise dann geht ja die Marktunterteilung auf und dann kannst du in der Liste quasi nochmal drüber hovern und dann zeigt er dir den Durchschnittspreis an. Ja, dann geht's von hier aus nach Eridan danach. Korrekt. Aber wir sind auch noch nicht durch. Bei der hier, nee, noch nicht ganz. Fehlt noch eine Stage.
glaube ich zumindest. Da fehlt noch die mit dieser Korallen-Knubbel-Kugel-Teilbummens. Und den ganz vielen Spider-Drohnen für dich. Ja, die hole ich dann direkt raus. Und bei der Gila sage ich ja gesagt, ist nicht ganz so schlimm. All-You-Can-Spider-Drohnen. Ja, eine Spider-Drohne klebt, ich weiß nicht, die kleben immer als erstes an mir. Das kleinste Schiff und Spinnen mögen mich. Bäh. Ich mag Spinnen auch. Wenn sie tot sind, ja, hast du recht. So mag ich sie Nee, auch. ich mag die tatsächlich, weil die killen Insekten und ich mag keine Insekten. Also wir haben quasi den gemeinsamen Feind. Einzig, was an Spinnen nervig ist, dass sie sich halt ziemlich dusselig dran stellen mit ihrem, wo baue ich mein Nest quasi oder meine Netze. Weil es immer an Stellen ist, wo ich denke so, Alter, da wirst du bestimmt nichts fangen. Da machst du mir nur einen Riesenaufwand, den Spinnenwebgefusel halt wieder wegzumachen. Ja, sie sind halt irgendwie lernresistent. Ich glaube eher, dass sie im Laufe der Evolution nicht mitbekommen haben, dass Menschen Häuser bauen und dass die nicht funktionieren wie ein Wald. Da müsstest du mal so ein Genpatch machen, weil so ein Genwissenschaftler mal so nachpatchen, wie Häuser sind und wo man idealerweise Netze hinmacht. Also ganz Also ehrlich. in Fensterrahmen ja, in Türrahmen nein. Weil es gibt nichts Geileres, als wenn du morgens total verpennt in die Küche läufst und die Spinne ist auf die Idee gekommen. Lass mal im Flur ein Netz bauen. Und dann hast du Spinnweben im Gesicht. Ja. Das ist ähnlich geil wie nasse Socken. Und das ist was, was ich morgens auch nicht brauche. Nee, kann ich verstehen. Nasse Socken sind eh schon das Widerlichste, was gibt. Ja, vor allem, wenn du sie dann wechseln musst und nasse Socken ausziehen. Ich habe aber wirklich selten nasse Socken. Das ist was, wo Eltern mit kleinen Kindern sich immer drüber freuen. Nasse Socken? Wenn der Zwerg also nicht nur nasse Socken hat, sondern wenn er sich selbst gemacht hat, indem er die Hose gemacht hat. Und dann die sind sie nicht nur nass, sondern sie hast auch noch ein Special-Geruchsfeature sozusagen. Und dann geht das Zeug auch nicht ab. Seong schreibt, der Ben hätte der ehemalige Nachbar von ihr selbst sehr gefallen. Warum, Seong? Mochte der auch keine nassen Socken? Ich glaube, er hat Spinnen gehabt. Das könnte auch sein. Also Schlangen brauche ich jetzt nicht. Ich ekle mich zwar nicht davor, aber Schlangen bringen für mich jetzt keinen Mehrwert, Sie weil ich in schrecken der Regel nicht. selten da Mäuseprobleme in meiner Wohnung habe. Aber Spinnen sind halt Insektenjäger und Insekten sind Erzfeinde quasi. Ich sag meiner Frau immer, lass die Spinne, die macht ein Nest und dann, wir haben letztes Jahr haben wir keine einzige Mücke bei uns in der Wohnung gehabt, die uns irgendwie nachts gequält hat. Also definitiv keine einzige Mücke. Es lag aber sicherlich nicht an dem Spinnennetz. Also ich mag eigentlich alle Tiere, außer Insekten. Spinnen ganz oben. Ja, also ich könnte mir eine Heuschrecke halten oder eine Ameisenfarm oder als Imker durchgehen, aber Spinnen als Haustier halten, nee, es ist nicht meins. Schlangen finde ich ganz in Ordnung. Ich hatte auch mal in einem Urlaub die Möglichkeit, Schlangenfleisch angeboten bekommen zu haben. Das ist ein weißes Fleisch, schmeckt ungefähr wie Geflügel. Zumindest das, was man uns da serviert hat. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Aber in erster Linie Lieblingstiere? Katzen. Ich liebe Katzen. Genetisch modifizierte rosa Mini-Elefanten. Das ist Bens Fetisch, aber die gibt es ja nicht. Er hätte gern so einen Noch nicht. Mini-Elefant. So einen kleinen, 30 cm Stockmaß. Wenn er dann von der Ja, Arbeit oder nach Hause kleiner kommt, so. erzähl du weiter.
Es reicht, also der muss nicht 30 sein, es kann auch kleiner sein. Also halt wirklich so Katzen, kleiner Hundgröße und dann kommst du heim und dann kommt der komplett begeistert und begrüßt dich, so wie es halt Hunde auch machen. Nur leckt er dich nicht ab, sondern er tut dann mit seinem kleinen Mini-Rüssler vor sich hin trompeten und begrüßt dich halt dann damit. Leicht ein feines Trompeten. Also das Bild, was ich mir da vorstelle, das ist für immer in meinem Gedächtnis eingebrannt. Das kriege ich auch nicht mehr weg. Aber das ist auch nicht schlimm, dass ich das nicht mehr wegbekomme, weil es ist unheimlich süß, wenn der großartige Ben, also der große Ben über 2 Meter, nach Hause kommt und so ein kleines trötendes Elefantchen um seine Beine streift und fröhlich, freudig trötet. Ja, dann wird er auf den Arm genommen und gestreichelt. Dann bekommt eine Erdnuss. Also eine, weil es ein kleiner Elefant, nicht eine Handvoll über einem großen. Frank hat zwei Schlangen oder zwei Spinnen? Na, von den Elefanten. Nein, das glaube ich nicht. Aber es wäre trotzdem süß. Ich würde mich wahrscheinlich ins Auto setzen und mir die Dinge anschauen. Ehe Katzen, dann ist ja. das Ziel. You und Men, grüß dich. Katzen sind toll. Warum stehe ich denn noch so blöd rum? Ach, weil ich den Key nicht habe. Ab nach Eridan. Ich Genau. stehe noch blöd rum. Gar nicht gut. Zwei Kätzchen, zwei Katzen. Wer mal ein bisschen probieren möchte, kann immer noch den Testserver nutzen. Das tut da nicht so weh, das Lehrgeld. Das mache auch ich. T5, T6 Abyssals war es gut, auch die T4er, das vorher auf dem Testserver zu probieren. Wenn man sich unsicher ist, bis man die nötigen Reflexe hat und das irgendwie auf die Kette kriegt. Muss ja nicht unbedingt das teuerste Schiff mit dem teuersten Pod bei drauf gehen, sondern das kann man vorher üben. Und das, wenn du nutzt den Testserver für Experimente auch, ne? Hin und wieder. Ja, ich habe, als ich in meiner, ich besitze Strukturen und möchte Strukturen managen Phase, habe ich sehr viel auf dem Testserver rumgespielt. Ist keine Schande, ist die optimale Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Für sich, ohne dass es euer unheimliches, schwer erarbeitetes oder teuer bezahltes ist, dabei draufgehend. Naja, ihr wisst, was ich meine. Stopp, nicht in den Warp gehen. Hast du uns in den Warp genommen? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich hätte schon wieder aufs Gate geklickt. Naja, gut, dann sag mir, wenn du da bist. Kann sich nur um Stunden handeln. Ist irgendwie dann so ein großes System? Nee, aber irgendwie. Jetzt da? Nö. Papa, sind wir jetzt da? Ich will eine Brezel in Eis und ich muss aufs Klo. Okay. So, jetzt bin ich da. Alles klar. Das ist übrigens der Grund, warum wir als Kinder nie mehr als einmal zu McDonald's gegangen sind. Weil es kein Eis gab. Nee, weil wir in Speyer waren wir mal der Einkaufsstraße, Maximilianstraße, viele Leute, die sich da auskennen, und dann entlang geschlappt und dann rumgequengelt, die wollen zu McDonald's. Man hat halt die Mutter, wohlgemerkt Anfang der 90er, sich breitschlagen lassen. Und dann ich so, ja gut, dann gibt es halt mal McDonald's. Dann waren wir bei McDonald's und jeder hat halt sein Happy Meal bekommen und haben das Happy Meal weggefuttert. Und dann sind wir vor McDonald's, der war so zwei Drittel auf der Höhe zwischen Altpörtl und Dom, Richtung Dom hin. Und dann sind wir halt halb auf dem Heimweg quasi diese zwei Drittel gelaufen und waren noch nicht die Straße komplett runter. Und sind am ersten Brezelstand vorbeigelaufen. Dann haben wir beide angefangen zu quengeln, wir wollen die Brezel, weil wir immer noch Hunger hatten.
Ja. Dann hat meine Mutter gesagt, ab jetzt gibt es halt kein McDonald's mehr. Wenn das quasi nicht satt macht, dann lohnt sich die Geschichte halt überhaupt nicht. Und dann wird halt nur noch richtig gegessen. Das heißt, wir haben dann halt eher eine Brezel bekommen als einen Ausflug zu McDonald's. Ja, selbst schuld. Ich meine, das Zeug macht definitiv nicht satt. Das wissen wir ja. Das macht nicht satt. Und nachdem ich bei Simplicissimus gesehen habe, was in dem Zeug drin ist, möchte ich es auch irgendwie nicht mehr haben. Da wir hier in Wuppertal auf den Südhöhen Talsperrenwasser haben, habe ich auch kein Problem damit, dass sie aus Leitungswasser mit Konzentrat Cola zusammenmischen und den Leuten das für gute Cola verkaufen. Also das ist ein gutes Leitungswasser, was wir haben. Hallo Zodiac. So, Dirk, hallo. Und aber das übrige Zeug, also Fritten würde ich da noch essen, aber ich glaube nichts anderes mehr. Es ist irgendwie durch. Das ist nur immer so salzig bei McDonald's. Die wollen Getränke verkaufen, deswegen ist da mal eine extra Portion Salz drauf. Jo, meine Cola will ich immer ohne Wasser, also ohne Ohne Eis. Eis. Das mache ich auch. Ist viel mehr drin. Und ich bestelle auch meine Pommes ohne extra Salz, weil dann bekommt man sie frisch gemacht. Jawohl, weil Salz ist sowieso drin aus der Schippe von vorher. Habe ich übrigens ausprobiert, Ben. Ben hat mir den Tipp gegeben und ich habe das dann direkt mal ausprobiert. Die setzen sie dann frisch auf. Irgendwie glaube ich, passt der Orbit nicht. Das geht schief. 10 Ja, Kilometer. schief ist aber in dem Fall besser, weil nämlich durch die ganzen Strukturen kommst du, stelle ich dann irgendwas dran. Ich habe jetzt hier auch manuell dieser Mining-Auspost-Dingens-Schlotze da ausweichen müssen. Aber das sollte noch gehen mit 7,5. Sonst bumpe ich hier gegen. Ja, 7,5 geht. Auch Sachen wie Drinks ohne Eis bringen einen erheblichen Mehrwert, weil bei den meisten Fast-Food-Läden ist nämlich 50% von eurem Getränk Eis. Eher sogar noch mehr vom Volumen her. Also McDonald's liebt mich, also sozusagen, weil ich vor Jahren hergegangen bin, ich hätte gerne ohne Eis und dann war die Cola unterm, hat mir das so eingestellt, dass unter dem Füllstrich, also das Eis war quasi reingerechnet und dafür wurde dann Cola weggelassen, um also die Verdrängung der Eisklumpen, also das waren Unmengen an Eis, die da reingeschäppt haben. Wenn man das Eis rausgeschäppt hat, war dann zu wenig Cola drin. Und da ich vorher gesagt habe, ich hätte gern ohne Cola, kam ich dann eine Cola, der Cola fehlte. Und dann habe ich mich beschwert bei McDonald's Deutschland. Und die haben dann gesagt, das war ein Versehen. Das kommt nicht wieder vor. Und tatsächlich, 3 Monate später war das dann voll. Ja, kriegen sie tierischen Einlauf im Eichamt, wenn sowas halt behördlich bekannt wird. Und zum Versicherungsbetrug, den es Jong gerade am Plan ist, das ging früher aufgrund der hohen Mineralienmenge in Dreadnoughts, konnte man nämlich super Versicherungsbetrügereien mit deinem Dreadnought machen. Ja, geht nicht mehr. Es war in der Regel so, dass wenn du einen Dreadnought versichert hast und hast halt am Ende von dieser dreimonatigen Versicherungsperiode immer noch einen Dreadnought gehabt, weil er halt nicht gestorben ist aufgrund von PvP-Aktivitäten, dann hast du ihn halt in der Regel vorzeitig in die Luft gejagt. Also halt bevor die Versicherung abgelaufen ist, weil es halt effizienter war, das Ding in die Luft zu jagen, als erneut zu versichern. Ja.
Ja, Matti, aber ich esse trotzdem. Ich bin immer gerne mal zu Mc's gegangen. Also jetzt nicht immer, aber. Wenn dann Burger King, ich mag das Raucharoma. Obwohl ich im Sommer mache ich mir eigentlich immer den Spaß und fahre in den. Wir haben hier oben Luftlinie 500 Meter entfernt, haben wir einen Burger King mit Drive-In. Die sind cool, muss man wirklich sagen. Und da drüben haben wir dann auch ein Mc's Drive-In, 2 Kilometer weg. Und je nachdem, wo ich unterwegs bin, fahre ich mit dem Rollstuhl in den Drive-In. Also nicht da, wo die Fußgänger reinstapfen, sondern da, wo die Autos langfahren, und fahre mit dem Rollstuhl dahin, gebe meine Bestellung raus. Und die Leute beim Burger King, die haben immer super cool reagiert, haben sich zwar einen gegrinst, aber war für die in Ordnung. Und die bei Mc's waren am Meckern, dass das nur für Autos sei. Ja, ich sag, wenn sie das wollen, ich sag, gut, ich sag, dann fahre ich jetzt vor, sie halten mir die Tür auf und dann, ach, guck mal, das geht wegen der Schleusentür nicht. Ja, ich sag, Die haben sich jedes Mal angestellt. Inzwischen kennen sie mich. Sie stellen sich nicht mehr an. Wo geht's hin? Heim geht's. Holm. Aber die Burger King-Leute sind immer ultra cool. Es kommt aber auch halt auf den Ding an, auf den Marktleiter, ja. Franchise-Nehmer im Allgemeinen, wie cool die halt sind, was die sich halt anstellen. Gibt es übrigens bei Besseresser eine Serie, Inside, was auch immer, und dann werden halt auch Discounter-Filialen. Fast-Food-Leuts werden da durchgenommen und ausgequetscht. Genau, das war auch. Was hatten wir letztens bei Besseresser ganz frisch rausgekommen? Penny hatten wir, glaube ich, als letztes. Nee, war das nicht die Sache mit dem Döner? Dachtest du da billiges Hackbrät rein dazwischen packen? Ich esse nur noch Geflügeldöner. Bin eh kein Döneresser, also kein Dönerbudenesser, aber beim Geflügel weiß ich zumindest, dass da nur Fleisch drin ist und kein Hackbrät. Das hier ist die Playlist von Besseressern mit den jeweiligen ja, Mitarbeitern von allen möglichen Discountern und Krankenhaus haben sie auch dabei, Lufthansa, Starbucks, McDonald's, Lieferando, was auch immer. Abgesehen von der Playlist gibt es natürlich auch noch andere Sachen, wo Sebastian Lege hingeht und Nahrungsmittel, also Fertignahrungsmittel, analysiert oder nachbaut oder halt zeigt, was drin ist, und so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was man essen kann, was man essen sollte und was man auf keinen Fall essen sollte. Ja, grüß dich erstmal, Downey. Ich habe dich vorhin übersehen und Blueberry. Schön, dass du da bist. Ich kenne einen Ort, da wirst du nicht beschissen. Und das ist in diesem Stream. Schön, dass ihr da seid. Alle zwischendurch, viele, die ich zwischendurch mal gesehen habe, die aber sich nicht getraut haben, was zu schreiben. Das ist alles vollkommen in Ordnung, aber ich freue mich wirklich, wenn Spieler, die aus dem Lurk kommen, irgendwann mal Hallo in den Chat schreiben. Freue ich mich drüber. Und weil wir hier so ehrlich und so fair sind, wird es hier auch niemals Werbung für Staubsaugroboter geben. Du meinst Staubsaugerroboter, Roboter, Staubsaugerroboter. Genau. Wird es nicht geben. Es wird auch keine Werbung für Reis geben. In verschiedenen Farben und Sorten. Vielleicht, wenn sich mal ein Teeladen findet, weil ich halt ein ganz brutaler Teetrinker bin. Bei mir potenziell Pfälzer Leberwurst.
Richtig. Ben hat nämlich einen tollen Metzger bei sich in der Gegend. Der macht noch selbst und das ist ultra lecker und gar nicht so fettig wie bei anderen. Und vor allem Reis ist lecker, das ist schon richtig. Ich esse ihn auch gerne, aber ich finde es halt blöd, Werbung für Lebensmittel in einem Stream zu machen. Also dann lieber Marky Dragon mit seinem Game-Shop, Game-Card-Shop wo man solche Sachen fürs Spiel kaufen kann, das ist in Ordnung für mich. Aber Alternate möchte mich nicht als Großwerbenden haben. Das ist eigentlich cool genug. Nee, es lohnt sich einfach nicht. Die Zuschauer sind halt nicht so viele vorhanden, dass sich das lohnt. Also 300, 400 Leute hätte und dann welche den Affiliate-Link von Alternate nutzen. Aber ich würde mich nicht wohlfühlen, ganz Also ehrlich. bei der Reisgeschichte, das ist ja was Hauke halt propagiert oder bewirbt. Er lebt ja auch Er in ist ja Japan. Reishunger. Das hat er auch vorher schon gehabt. Aber Reishunger habe ich halt schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen könnte ich sie halt nicht guten Gewissens Bewerben. halt bewerben, Das weil ich habe halt aufgrund von Hauges Empfehlung mir halt den Reiskocher von denen halt geholt und da war ein bisschen Reis auch als Dingens dabei, als Werbung quasi. Und der Reiskocher kam halt bei mir beschädigt an. Also Ja. ich könnte jetzt nicht sagen, war halt super, weil Produkt kam halt Tja. beschädigt an, da war das Scharnier halt abgebrochen. Das heißt, ich habe den Deckel halt in der Hand gehabt, was halt nicht sein sollte. Und dann war das halt ein riesen Heckmeck bei denen, das halt gelöst zu bekommen. Quasi von wegen, ja, unser Produkt kann halt nicht bei dir kaputt angekommen sein. Das kann ja gar nicht sein. Dann habe ich halt dann Fotos geschickt, dass ihr hier seht, wie es ankam. Hast du es ersetzt bekommen? Ja, sie wollten halt dann, dass ich es halt zurückschicke und dann haben sie mir nur Geld zurück angeboten und kein Ersatzprodukt. Ja, gut, wenn ihr halt schon gar keinen Bock mehr drauf habt, ein zweites rauszuhauen, dann lassen wir es halt. Dann habe ich einfach sonst nichts mehr bestellt bei denen. Also, ich sag mal so, der Jan, der Streampriester Jan, der hat auch den Reishunger beworben und das ist sehr gut angekommen bei den Leuten. Aber das wäre halt nichts, was ich jetzt für mich, also wie gesagt, auch diese Saugroboter oder irgendwelche Hardware-Geschichten. Ich kann sagen, was ich benutze, das finde ich gut. Da kann ich dann sagen, hey, das und das, dann gebe ich einen Affiliate-Link raus von Amazon und sagt, hier müsst ihr nicht drüber kaufen, weil ist teilweise zu teuer. Aber wenn ihr den für Sachen verwendet, die ihr sowieso kaufen wollt, dann nutzt doch bitte den Link und bestellt euer Geraffel darüber, euer Amazon-Geraffel. Kann man sich ja auch als Link direkt im Browser hinterlegen, muss man nicht jedes Mal über die Twitch-Seite gehen. Matthias, der Reis von denen ist auch gut. Also der ist qualitativ hochwertig, aber ist halt auch, ich sag mal, preislich nicht billig. Also du zahlst halt dann auch ordentlich Kohle dafür. Ob die gerechtfertigt ist, ist halt, weiß ich halt nicht. Ich habe Also das ich bin vorher. halt kein Reismarktexperte und weiß halt, was der Reis kosten soll oder darf oder was auch immer. Aber ich komme halt auch mit 2 € Reis von Aldi irgendwie um die Runden und muss halt dann nicht 100 Gramm für irgendwie 6 € oder was bei Reishunger kaufen, der dann halt vom Geschmack für mich zumindest identisch ist. Aber ich Also, will jetzt nicht auf Reishunger rumhängen, soll jeder kaufen, wo er will und ja, also will nur ich. meine Erfahrung mit dem, ja, dann kriegen sie halt ihr Geld wieder und aber halt kein Ersatzprodukt quasi, weil das fand ich ein bisschen schwach. Ja, ist auch in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe mal diesen Reis gewonnen. Da hat Jan den, glaube ich, ich glaube, gegenüber Twitter, wer das mit antwortet, mit Hashtag Reishunger. Da habe ich mal was abgegriffen und auch irgendwelche süßen Sachen. Das war okay. Der Preis ist jetzt relativ, kann ich nicht zu sagen. Aber es geht einfach darum, dass ich Lebensmittel für diesen Stream irgendwie. Ja. Finde ich irgendwie. Sind wir in Das sind Ohide? zwei Punkte, die gerade im Chat sind, die ich halt genauso sehe. Unabhängig davon, ob es Geschenk ist oder nicht, wenn halt der Wert des Produkts, also nicht der zwingende Euro-Wert, aber der Mehrwert des Produkts halt sich nicht abbildet, dann würde ich es halt auch nicht als Geschenk haben wollen. Weil dann hat halt jemand sich die Mühe gemacht, was rauszusuchen, aber halt hat dann halt auch mehr aufgewendet, als es halt notwendig ist. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen.
Absalon, grüß dich. Wir sind auch im Highsec. Hi. Aus dem Highsec. Was haben wir denn hier für eine Mission? Warum sagt er mir, ich soll nach Sasotik fliegen? Du sollst nach Oide fliegen. Habe ich irgendwo meine Route vorgesehen und die nicht erfüllt? Egal, ich bin da, wo ich hin soll. Ja. Und was war der zweite Punkt? Ja, rumprobieren kannst du halt, aber wie gesagt, ich sehe halt den Vorteil oder den Mehrwert zwischen Aldi Reis und irgendwelchen super special einzelhand gepflücktem Reis halt nicht wirklich, weil ich esse den halt nur und da muss man keinen irgendwie Geschiss drum machen. Darum ging es auch jetzt gar nicht. Also Reishungerwerbung wird es bei Ben nicht geben und bei mir auch nicht. Ja, das haben sie sich halt über den Kundenservice kaputt gemacht. Aber das ist ja auch wäre auch bei mir bei Alternet so. Also Alternet würde ich auch nicht bewerben. Die sind zwar von ihren Preisen okay, aber der Kundenservice ist halt in allermeisten Fällen Brocken hohl. Naja, man kann auch Glück haben. Und kringt dann eine 2080 Ti für 350 Euro. Ja, also das ist halt Bankirrtum zu ihren Gunsten, aber das sagt ja nur, dass da halt nicht unbedingt die größten Lichter arbeiten. Und ich hatte es halt so, dass ich halt irgendeinen Streamer-Fanpack, also ich bin schon ja, 5 Jahre mindestens, eher noch länger her. Und das war halt auch sauteuer, das Pack. Aber es war halt nicht das, was ich bestellt hatte. Ich hatte eigentlich für 20 € eine Drohne bestellt, so eine Fotodrohne, so eine ganz einfache damals, wo du per Fernauslöser einfach ein Foto machen konntest. Wollte ich ums Garagendach bei meinen Eltern halt zu checken, wollte ich das Ding halt kaufen. Einfach um eine Drohne zu haben und ein Alibi war halt ums Garagendach bei meinen Eltern. Und dann kam halt dieses Pack an für zig hundert Euro und dann hab ich gesagt, Schatz, wo ist meine Drohne? Ja, ihre Lieferung haben, sie haben doch ihre Lieferung bekommen. Ich habe eine Lieferung bekommen, aber nicht das, was ich wollte. Ja, sie kümmern sich drum. War denn wenigstens die Rechnung für die Drohne drin, aber Nee, es war die Rechnung für das Zeug drin, was ich halt nicht wollte. Aber mit meiner Adresse halt alles korrekt drauf. Also falsches Zeug mit korrekter Adresse. Und deswegen kam es halt auch an. Und dann habe ich halt mich dann später nochmal gemeldet. Und habe gesagt, ja, ihr wolltet euch eigentlich darum kümmern, dass ich meine Drohne bekomme. Ja, aber in ihrer Lieferung sind da gar keine Drohnen drin. Ich so, ja, das ist ja das Problem. Weil halt in der Bestellung ist halt eine Drohne drin und ich habe halt was komplett anderes bestellt. Und dann habe ich halt weil halt an mir nichts passiert ist, habe ich halt das Paket zurückgeschickt. Einmal gesagt, so hier, Erstattung halt. Quasi ganz normal über das Portal die Erstattung halt beantragt. Und dann habe ich halt meine Kohle für die Drohne wieder bekommen. Und dann haben sie, dann kam dann der Support von denen, kam dann aber angeschissen, meinte dann so, ja, da war ja gar keine Drohne drin im Paket. Da war ja was ganz anderes drin. Ich so, ja, wie soll ich euch eine Drohne zurückschicken, wenn ihr es halt nicht geschissen kriegt, mir eine Drohne zu schicken, sondern ich habe das komplett anderes schickt. Und dann habe ich gesagt, ich würde jetzt gerne mit irgendjemandem reden, der hier Entscheidungen treffen darf. Ein bisschen mehr Kompetenz als euch Lappen, die hier ganz vorne halt quasi als erste Front sitzen. Das wird er nicht gesagt haben, aber das wird er gedacht haben. Ich habe es ähnlich unfreundlich formuliert, weil ich dann, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal mit denen telefoniert hatte und halt nichts passiert ist. Und richtig angepisst war zu dem Zeitpunkt. Also es war nicht freundlich, es war auch nicht umschrieben, es war knallhart gesagt. So. Auch wenn derjenige in dem Fall dann nichts dafür konnte, außer dass er halt auch nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte war. Und dann habe ich halt mit jemandem gequatscht, der halt dann im Hintergrund war. Und dann hat dann hätte er gemeint, ja, Sie können ja gerne das behalten, was Sie quasi aus Versehen geschickt bekommen haben, oder die falsche, die habe ich ja zurückgeschickt. Weil ohne dieses Zurückschicken hätte ich ja gar keine Möglichkeit gehabt, mit Ihnen jetzt zu telefonieren. Und dann, ja, sorry. Und dann kam halt aber die Drohne als quasi irgendwann dann nach 4 Wochen kam dann die Drohne an. Aber halt kein irgendwie sorry, kein Goodie, keine Entschuldigung, kein gar nichts. Alles Es war down. halt komplett arm, die Aktion. Ja, manchmal geht es so rum, manchmal geht es andersrum. Das war bei Alternate. Ja, ich weiß. Ich habe Nee, eine. weil Rico gerade fragt. Ja, es war bei Das war bei Alternate. Alternate. Ich bin seit Jahren Alternate-Kunde, aber die Aktion haben sie halt richtig sich die Scheiße reingeritten. Ja. Also, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Alternate. Ich hatte nach einem Grafikkartenausfall
habe ich mir für 350 € eine Grafikkarte bestellt und im Karton war die Rechnung für die 350 € Grafikkarte und eine 2080 Ti für 1300 €. Ich denke, schweig mal still. Wenn ihnen das nicht aufgeht, haben sie halt Shit Happens. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen rief jemand an, ihnen sei aufgefallen, dass versehentlich, und da habe ich dann gesagt, das habe ich gar nicht gemerkt, die Kiste ist jetzt zusammengebaut, habe ein bisschen auf meinen Behindertenstatus rumgeritten und den Pflegegrad 3 und dass ich ja gar nichts machen kann und dass dafür wieder ein Freund kommen muss, damit er das einbaut, kann ich tatsächlich nicht. Ja gut, ich sollte dann also den nächsten im Garantiezeitraum keine Werbung dafür machen. Ich meine, das ist abgelaufen. Dann hatte ich dann hier Späßchen. Und seitdem läuft die 2080 Ti hier flüsterleise herum und macht ihren Spaß. Also macht mir Spaß. Auch mit den Produkten. Also ich habe keine, natürlich gibt es immer auch Leute, die mal schlechte Erfahrungen sammeln. Hier mein Monitor, den 29 Zoll Ultra Widescreen, den habe ich seit 7 Jahren. Und der Tipp war von Ben, guck mal, von Zack Zack, das ist irgendwie so ein Unterportal von Alternate gewesen. Ja, das gibt es nicht mehr. Das war auch der Grund, warum ich damals bei Alternate angefangen habe, weil die halt früher ihre Rückläufer oder wenn sie was zu viel gekauft haben oder. Ich brauche uns mal die nächste Mission. Danke. Die haben sie halt über dieses Portal halt verballert. Dann hast du halt Festplatten für irgendwie 30% vom normalen Preis bekommen. Die waren dann halt nicht in irgendwelchen hochglanzlackierten Kisten drin, sondern halt einfach in so einer Pappkartonsumhüllung. Also so ein Versandding ist halt aus Schaumstoff und Pappe außenrum. Aber ich meine, ich will ja die Festplatte nicht mehr irgendwie mit Hochglanzdingens ins Regal stellen. Ich will ja, dass das Teil funktioniert. Und das war halt immer einwandfrei. Und da sind halt ganz viele Sachen halt quasi zu günstigsten Preisen verramscht worden. Also Rückläufer, wo dann halt irgendwie, dass sich 100 von den Teilen halt zurückgekommen sind und haben sie halt eine Aktion draus gemacht und haben halt dann diese 100 Teile für Apfel und Appel Ei. und Ei verramscht. Also vor 7 Jahren, 29 Zoll Ja, Ultrawide, ich glaube, das war 399 € oder 349. das auf jeden Fall haben sie dann irgendwann haben sie dann eine Abmahnung kassiert von Wettbewerbern, weil die dann gesagt haben, das ist Marktverzerren oder so irgendwas in der Richtung. Und dann durften sie das in der Form nicht mehr machen und haben sie es ein bisschen angepasst und es ist halt immer schwächer geworden. Also diese Special-Aktion gibt es immer noch bei Alternate. Aber die sind halt nicht mehr so ultra unglaublich gut, wie sie halt früher waren. Auch wenn es jetzt tatsächlich Werbung für sie ist, das ist dieses Outlet-Portal hier, da kommen halt diese ganzen Remittenten, Rückläufer, whatever halt drüber. Und da kann man halt den einen oder anderen Euro sparen, aber es ist halt. Du sparst halt also 10%, 20%, aber nicht mehr die wirklich großen Mengen an Kohle. Matti, das mache ich auch bei Amazon. Guck, sind das Rückläufer, irgendwo ein Kratzer drauf, was mich nicht juckt. Letztes Jahr hatten sie Filterwatte für mein Aquarium. Da waren die Kartons angedrückt und da ist Filterwatte drin. Ja, die kannst du dann knicken, die Filter. War der ja dann kaputt, Die wenn der ist Karton kaputt ist? genau. Hab ich also 20 Päckchen für 25 Cent je abgegriffen und eigentlich würden die 1,25 € kosten, wenn du sie günstig kriegst. Habe ich dann direkt Also mal hast du bis ins zugeschlagen. nächste Jahrtausend Filterwatte. Nee, so viel, also muss da schon reingehen. Also ganz so wenig ist es nicht, aber ich nehme die Filterwatten dann, weil die sich auch immer wieder ausdehnen, pack die übereinander in einen, also quasi in 3 Stück in einen Pappkarton, damit es weniger Platz wegnimmt. Finde ich also, kann man immer noch mal gut drauf zurückgreifen. Und ihr habt ja bei den Rückläufern, dann habt ihr ja auch volle Garantie drauf, also 4 Wochen. Also das kann sich schon lohnen.
ich habe einen Bekannten, der arbeitet im Retourenzentrum vom Versandhaus Otto. Und Die gibt es noch. ja, Versandhaus Otto. Neckermann ist zu, Quelle ist zu. Aber Otto gibt es noch. Und er sagt, der bietet mir immer wieder mal Hardware an, weil er sagt, du bist ein netter Typ. Ich sage, ist das hier Cloud? Nee, nee, sagt er, wir verkaufen das. Sagt er, meistens an Firmen, die das aufkaufen. Und Es ist zweimal vom LKW gefallen. aber es, nee, es ist ganz offiziell gekauft. Du kriegst eine Rechnung, du kriegst einen Garantiebeleg. Zurück nach Sasotik. Frage für einen Nachbarn. Und da kann man so manches Mal zuschlagen. Also ich habe letztens einen Artikel in der Zeitung gelesen über C&A, dass die sich über den Online-Handel neu erfinden wollen. Und ich habe den Online-Handel von C&A erlebt. Und das war eine ähnliche Enttäuschung wie bei Alternate. Also da ist halt die Abläufe sind halt komplett Grütze bei denen. Das ist halt wirklich so 1960 und gefühlt seitdem nicht weiterentwickelt. Also weder was Service noch was Mentalität angeht. Das macht die ganze Geschichte halt sehr unsexy. Da haben sie mir, habe ich Klamotten bestellt gehabt, Shirts. Die waren halt von der Qualität nicht so geil und haben auch nicht richtig gepasst. Dann habe ich gesagt, gut, dann schicke ich die halt zurück. Normal. Und dann haben sie mir halt angeboten, anstatt dass ich es halt an sie schicke, über Hermes, ging nur über Hermes. Hermes mag ich ja, das ist ja mein Lieblingsversender. Und ich sagte, ja gut, dann alternativ können sie es uns auch in die Filiale bringen. Ich sagte, ja, Filiale ist halt geil. Filiale ist hier zu Fuß 10 Minuten. Und dann habe ich halt die Sachen zusammengepackt und bringe es halt in die Filiale. Und bin in der Filiale, mich an die geguckt, wo das ist. Dann war halt dann einfach an der normalen Kasse halt dann das zurückzugeben. Dann habe ich halt die Sachen so, gehe an die Kasse, gebe ihr das hin und sage, hier, das würde ich gerne halt zurückgeben. Sie halt dann so, ah, das ist aus dem Onlinehandel. Ich so, ja, aus dem Onlinehandel. Und anstatt dass sie mir dann das Geld gibt, was eigentlich meine Erwartungshaltung war, weil sie haben ja ihr Zeug wieder gehabt, war dann, ja, nee, das kriegen sie nicht. Ich so, ja, wie, das kriege ich nicht. Ja, das ist eine Online-Bestellung, das geht dann nicht über uns, sondern sie bekommen jetzt hier diesen Einlieferungsschein, war dann einfach ein ausgedruckter Zettel. Und dann wird es halt quasi abgeholt und wird ins Lager geschickt vom Versand. Und wenn das im Versand geprüft worden ist und alles okay ist, dann bekomme ich meine Kohle. Ja, so machen die das, finde ich nicht sehr Und der Gag servicefreundlich. war dann, dass es nicht etwa so ist, dass dann quasi das halt einfach bei denen im Laden verbleibt, sondern nein, das wird dann von Hermes im Laden abgeholt, anstatt bei mir. Und wird dann von Hermes ins Lager gefahren bei denen. Und ich habe gesagt, Alter, was ist das für eine Logik? Ja, aber das machen wir immer so. Ja, das ist ja aber dumm. Ja, natürlich. Ganz kurz, Uwe ist auf den TS gekommen. Ich habe ihm mal die normalen Rechte gegeben. Uwe, wolltest du mit uns sprechen? Ja, er hat, glaube ich, im Vortrag gerade geschrieben, er würde gerne zu uns in den Channel gezogen werden. Machen wir das einfach mal. Wenn du schmutziges Zeug von dir gibst, fliegst du wieder raus. Hallo Uwe, ich habe dich einfach mal reingezogen. Grüß dich. Du bist jetzt live im Stream. Also. Also so Sachen wie Penis oder so darfst du nicht sagen. Uhu. Ja, wir lassen ihn mal hier. Vielleicht funktioniert irgendwas nicht. Er ist vom Stuhl gefallen. Also so viele Leute sind wir hier jetzt nicht. Um die Uhrzeit. Für die Uhrzeit sind es immer noch recht viele Zuschauer. Ich bin immer ganz, ganz sprachlos. Bin ich ein bisschen neidisch. Musst du nicht sein. Musst du nicht sein. So, was machen wir jetzt hier? So neidisch musst Wir haben den einen Miner hier gegankt und jetzt müssen wir die Suicide. Hamas-Schiffe hier wegschießen. Die Suicide. Squad. Genau, die kommen jetzt in die 3 oder 4 Wellen, A3 bis 4 Schiffe und dann schießen wir die weg. Gibt jedes Millionchen, gutes Millionchen Kopfgeld. Und dann ist die Mission durch. Als nächstes haben wir noch eine Damsel, Nohide. Machen wir.
Und dann dürfte der Stream für heute auch 17 Uhr ist Feierabend. Durch sein. Ja. Zodiac, wir machen es euch aber nicht schwer. Also wir sind, also ich bin mit Sicherheit genauso, sind einfach nur ein paar hübsche Perlen unter anderen hübschen Perlen. Wir sind nichts Schlimmes, wir sind nichts Besonderes. Es gibt so viele andere coole Streamer, die auch nur Perlen unter Perlen sind. Also wenn einer von euch auf den TS kommen wollte und sagen, hey, ich würde ganz gerne einfach auch mal mitreden, im Allgemeinen möchte ich die Leute vorher mal sprechen, ihre Stimme hören. Da reichen mir auch ein paar Minuten, um das zu checken. Aber wenn jetzt einer hochkommt und sagt, hey, wäre schon in Ordnung, dann können wir das auch mal relativ spontan machen. So wie jetzt. Solange er nicht anfängt, irgendwelche Viagra-Werbung reinzuballern oder so. Genau. Das ist. Owe, hattest du Schwierigkeiten mit dem Mikrofon? Ich muss dich gerade mal ein bisschen lauter machen. Du bist. Habe ich Schwierigkeiten? Hast du Schwierigkeiten? Nein, ne? Nein, ich habe keine Schwierigkeiten. Super. So, jetzt habe ich die auch ein bisschen hochgezogen. Ich kann das Mikro auch noch ein bisschen näher ranmachen. Nee, ist alles gut, so wie es ist. Ich pegel die Lautstärke. Führt von TS jede Stimme einzeln. Das heißt, wenn du von Haus aus eine ruhige Stimme hast, dann ziehe ich dich ein bisschen hoch und das hat dann keinen Einfluss. Ist in Ordnung. So, mach so wie bisher. Du musst niemals ein Mikro bis in die Mandeln reinschieben, damit er laut genug ist. Immer wenn ich hier sprechen höre, ist so ein Kratzen dabei. Also, ja, das ist die Innenseite von meinem Hals. Das ist in der Höhe meiner Mandeln, weil das Mikro so tief drin sein muss. Ach so. Ich habe gesagt, die tiefe Stimme kommt von der Zigarre, die du die ganze Zeit im Mundwinkel hängen hast. Ach so, nee, das. In dem Nasenloch ist eine. Uwe, was hat dich in. Ich bin ein Walross, sorry. Genau. Uwe, was hat dich in EVE Online verschlagen? Vor 12 Jahren? Oh, weiß ich nicht mehr. Warum schon? Das ist ein böser Freund, der dich. Ich glaube, ich habe einfach mal was gesucht und dann habe ich irgendwas, habe ich das mal angefangen. Ich habe uns noch die Sarah reingezogen, aka Claudia. Claudia, grüß dich. Hallo. Hi. So, jetzt müssen wir euch noch irgendwie in ein Gespräch verwickeln. Aber der Neo, der hat mich hier sozusagen gebracht. Der Neo-Venator. Genau. Ja, das ist eine coole Socke, den mögen wir auch. Wohnt er nicht auch bei dir da ums Eck so? Ja, ist Wuppertaler. Ja. Luftlinie ein paar Kilometer. Im Berufsverkehr etwas länger. Im Berufsverkehr 2 Tage. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber es ist tatsächlich hier oben auf den Südhöhen ins Auto, Burgholztunnel raus und dann bin ich direkt bei ihm. Den Neo-Venator gibt es immer noch, der Raffin. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt mal so ein halbes Jahr Pause gemacht und da habe ich vorher mit ihm mal so ein bisschen zusammen gestreamt. Ja. Also ich kann nicht streamen, weil ich kein Internet habe. Ich habe hier nur Geno mit Handy rein. Ja. Aber ich kann mitgucken. Eigentlich nur hören. Ja, das ist auch in Ordnung. Warst du bei ihm im TS mit drin? Ja. Weil deine Stimme habe ich schon mal gehört. Ich bin immer als Lurker unterwegs. Ich war mit Otto zusammen mit drin. Ja. Wir waren zu dritt. Ja, das kann sein. Waren auf jeden Fall mindestens 2 Leute. Der Community Otto. Das ist schade, dass der die Dolcom nicht mehr macht. Ach so, deswegen, nee, das wusste ich nicht. Nee, der Community OT hat das 5 Jahre gemacht und hat das jetzt an 2 andere Kreative abgegeben. Und hat jetzt nach 5 Jahren wirklich auch vieles Großes geleistet. Und jetzt wird es Zeit, dass die jungen Leute das mal übernehmen. Ja, das stimmt. Also nicht, dass er es nicht noch hätte länger machen können, aber. Sowas muss dann auch irgendwann mal an die nächste Generation weitergegeben werden. Richtig, sehe ich genauso. Der Neo-Venator hat mal aufgehört, ja. Der hat irgendwann gesagt, ich lösche alles, mache alles dicht, hat auch den YouTube-Kanal gelöscht mit den ganzen Filmen, die er da drin hatte. Und ich hab das echt gesagt, so muss das sein, dass man direkt so aufhört. Aber dann ist er doch wieder zurückgekommen. Das ist halt EVE, ne? Zu EVE kommt man immer zurück. Ja, es gab auch, er hat ja auch
sag ich mal, seine Person dann auch anders bewertet. Er hat irgendwann später im Stream, in seinem der nachfolgenden Streams gesagt, er hat sich teilweise auch zu wichtig genommen. Er war immer sehr, war sehr enttäuscht, dass er als Eve-Partner abgelehnt wurde und musste erstmal in sich gehen und auch sagen, hey, vielleicht nehme ich mich auch zu ernst. Und das ist das, was ich bei Garrett, das ist der Neo-Venator im Real Life, an ihm sehr schätze, ist, dass er sich halt reflektieren kann. Ich wollte gerade sagen, der kann gut reflektieren. Ja. Das Wort wollte ich gerade benutzen. Ja, das heißt, er ist vielleicht manchmal etwas spontan emotional und erstmal auf Blockade, aber wenn er dann ein paar Nächte drüber geschlafen hat und auch, sage ich mal, sich wieder neu eingenordet hat, ist er dann halt auch, kann er auch hergehen und sagen, hey, ich habe da falsch gelegen. Ja, und das ist auch etwas, was Ja, charakterlich ein ich bin da guter sehr Zug ist. ähnlich. Also ich bin auch so. Das mit der Pause, da habe ich, Frank kennt den auch, den Mike, der ist auch ein super Pausenmacher in Eve. Der hat ab und zu mal, wenn irgendwas verkackt ist oder irgendwas ihm nicht passt, hat er immer die, was heißt immer, häufiger schon gesagt, ich mache jetzt eine Eve-Pause, Schnauze voll. Und dann reicht es in der Regel nur, ihn anzuschreiben und zu sagen, so, hey, hier, Eve, dies und das, Frage oder dies und das, Idee, und schon ist er wieder eingefangen. Ich glaube, das Längste, was er mal seine längste Eve-Pause waren 3 Tage. Ich höre Also mit ich habe, Eve glaube auf, ich, alles 4 Jahre Scheiße, ich will nie wieder geschafft. was von Eve hören. Und dann nach 3 Tagen so, ja, komm, hier bin ich wieder. Und dann wird dann irgendwann gesagt, so, hör ich den, du wolltest aufhören, du wolltest Pause machen, so Fresse halten. Claudia, du spielst aber auch schon viele Jahre Eve Online. Ich frage dich das immer wieder, weil ich das vergesse. Wie bitte? Claudia spielt auch schon ein paar Jahre Eve Online. Claudia? Ja, bitte. Wie lange spielst du schon Eve Online? 2015 mit Pausen. Wie viel Pausen dazwischen? Wie lang waren die? Oh, da waren bestimmt einmal so 2 Jahre dabei. Ui, das ist aber lang. Ja. Also Mike hat es tatsächlich geschafft, das auf 3 Tage auszudehnen. Also seit Beginn, ja, Nee, also es war sogar so, mal so, dass er gesagt hat, er hat keinen Bock. Er macht jetzt Pause. Irgendwie vormittags, irgendwie nachts in der Flotte gewesen. Er vormittags hat quasi allen gesagt, die im TS war, dass er keinen Bock mehr hat. Und ich schreibe ihn halt nach der Downtime irgendwie eine Nachricht an. Und ohne das halt gewusst zu haben. Und dann sagt sie, komm, hier, lass machen. Lass irgendwie hier Aktivität. Und er kommt dann halt in den TS. Und alle halt so, ja, wieso bist du da? Und er sagt, ja, Ben ist schuld. So. Ben ist immer schuld. Eine großartige Eve-Pause von vielleicht 4 Stunden gemacht. Nee, Andere also Leute nennen das eine 4 Jahre Nacht. hatte ich, glaube ich, und mal 2 Jahre. Aber nicht irgendwie aus Frust, sondern einfach, weil wir ja, hoffen, was anderes. Dune to Man hat eine 10-Jahres-Pause geschafft. Ist natürlich eine Hausnummer. Ich habe meine längste Eve-Pause waren 5 Wochen und es war eine Reha. Nee, in der Reha, Ben, haben wir sogar gescreamt. Ja, das war jetzt die Reha. Aber ich hatte ja vorher, hatte ich ja schon mal, ich hatte ja Ach ja, stimmt. 2012 hatte ich ja auch eine Reha und da gab es ja das noch nicht. Da war ja WLAN noch kein Ding, war ja noch nicht erfunden. Also Stimmt. zumindest für Krankenhäuser Stimmt. oder Reha-Kliniken. Ja, Kliniken gab es das nicht. So. Und jetzt in der letzten Reha war das überhaupt kein Problem, kein Thema. Da war es sogar kostenlos dank Corona. Normalerweise hätte es Sünd Geld gekostet. Weil, also WLAN ist ja schon sehr, sehr speziell und voll Hightech, muss man ja auch nicht Kohle für verlangen. Und aufgrund von Corona haben sie halt dann die Keys kostenlos rausgegeben. Was ich dann auch ausgiebig genutzt habe, weil normalerweise kriegst du halt nur einen Key und ich habe mir halt zwei geschnorrt. Einen fürs Handy und einen fürs Laptop. Man muss sich nur gut verkaufen können. Hey, gut, wenn die eh alle für Ume kriegen, dann ist halt der Wert relativ begrenzt. Neo ist da. Grüß dich, Gerrit. Schön, dass du vorbeischaust. Ich habe nur Hi. kurz vor Hi, Reha-Ende habe ich Neo. die Backup-Keys nur verschenkt, die ich mir geholt habe. Ich habe mir welche geholt, also, ja, wenn du es für länger rumkriegst, dann nimmst du besser mal welche, bevor dann irgendwie das Internet ausgeht, wäre Drama. Und dann habe ich halt die verschenkt an Leute, die ich halt dann in der Reha kennengelernt habe. Also hier könnt ihr euer Internet halt pimpen.
guck mal, Doc Spirit aus der Schweiz hat 8 Jahre pausiert. Schön, dass du da bist. Wir treiben dummes Zeug, Neo, wie immer. Genau. Neo, sag mal, danke erstmal dafür. Geht auch an dich raus. Ich wollte dir die Tage schon schreiben. Ich spreche dir da was mal was auf die Maschine. Und das kann ich hier nicht sagen. Aber fährst du kein Fahrrad im Moment? Ich habe länger keine YouTube-Videos von dir gesehen. Das wollte ich auch wissen. Und wie geht's dir insgesamt, so was Mieze angeht? Ist euch da was Neues zugelaufen? Ich glaube, ohne Katze geht's bei dir nicht. Und wir haben den Owe hier. Den kennst du auch. Behauptet Owe. Mhm. WhatsApp ist in Ordnung. Ein bisschen länger her. Ja. So, alle Missionen angenommen, abgegeben, durchgegeben, durchgezogen. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn mehr, dazu zu stoßen, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Ich bin schon Brain AFK, nachdem meine Drohnen angekratzt wurden, nachdem die Struktur explodiert ist. Morgen wird wieder Bike gefahren. 2 Wochen Pause wegen Männergrippe. Okay. Glück gehabt, dass du es überlebt hast. Ja, Männergrippe kann tödlich sein. Ach, ich sag immer, die Männer sollen sich nicht so anstellen. Ja, Männergrippe kann dann tödlich sein, wenn du deiner Frau so arg auf den Sack gehst, dass sie dich umbringt. So schlimm? Ach, das kriegen wir hin. Also, ich habe gehört, ob es Männergrippe oder Corona, deswegen habe ich ja jetzt Zeit. Ich komme immer nur online, wenn ich krank bin. Oh, gute Besserung, egal was du hast. Ich hoffe, kein nichts Schlimmes. Ja, also, wird schon. Okay. Ich hoffe mal auf einen sanften Verlauf der Männergrippe. Das hoffen wir auch. Das ist grundsätzlich eine gute Empfehlung. Ja. Frauen im Kreissaal können fast das empfinden, was ein Mann bei seiner Männergrippe empfindet. Ja, das ist auf Augenhöhe. Ah ja, nur wenn die Frau ein Kind kriegt, kriegt sie Wehen. Ja, und das ist eigentlich so mit sowas schön, zwar nicht unbedingt Schönes, aber das, was bei rumkommt, ist schön, würde ich sagen. Genau, das Endergebnis, was da rauskommt. Und Frauen sind nur dann deswegen so schmerzresistent, weil ihr Körper mit diversen Hormonen geflutet sind, die uns Männern ja vorenthalten werden. Genau. Ja. Nur deswegen. Deswegen leiden wir so arg bei der Männergrippe. Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Zur Info, wir sind kommenden Montag wieder bei CCP-TV. Vielleicht kriegen wir ja einen spontanen Gast dazu, der Interesse hat, dabei zu sein. Die Zeit ist 14.30 Uhr deutsche Zeit, 13.30 Uhr Eve-Time. Und also wer möchte, kann gerne mit dabei sein, wer was erzählen möchte. Und haben wir da ein besonderes Thema, Ben? Nee, ne? Wir machen Ice Mining. Wir könnten über Killrides reden oder über die Galente Epic Arc. Was ich aber viel lieber machen würde, wäre, wenn ein Neuling, also jemand, der wirklich komplett grün in den Ohren ist, naiv, sich mal trauen würde, in den TS zu kommen und dumme Fragen zu stellen. Dumme Fragen. Also diese ganzen Anfängerfragen, die man sonst nirgends findet, die eigentlich in den FAQ reingehören, und diese ganzen Fragen auch immer stellt. Ja, das ist etwas. Aber er kennt ja seine Fragen nicht. Also wahrscheinlich weiß er die Fragen gar nicht. Die sieht er ja erst, wenn er, was weiß ich, die Karriereagenten macht oder so. Naja, ganz so dran also muss er nicht sein. Er kann auch gerne, das können wir auch gerne kombinieren. Was ich, ist das auf Epic Arc mitfliegen oder er oder sie fliegt und stellt dann ja, Fragen dabei oder so. Ich glaube, jeder kann nur Fragen stellen. Ich glaube, Eve ist so komplex genug, dass man eh nicht alles wissen kann. Ja, also Fragen sind immer mit dabei. Und
Wäre schön. Oder wir können ja auch Nier Venator uns einkaufen, weil der ist ja bekanntlich der älteste Kacknoob in ganz Eve. Ja, das wird sich nicht geändert haben, so wie ich ihn kenne. Ja, Gerrit, hättest du Montag Zeit, 14:30 bis 17 Uhr? Advanced Duke Questions auf 5. Aber nur wenn du Eismeilern kannst, ne? Also musst schon Eismeilern können. Ja, ansonsten stellt er sich als Beschützer dazu. Nubi Venator geht auch. Wir entfinden völlig neue Namen. Ich weiß auch, zu wem wir jetzt gleich gehen. Ich muss erst mal gucken. Das ist leider arbeitend, ja. Blöde Schade. Arbeit. Schade. Schade. Es kann nicht jeder Rentner sein, aber ich kenne keinen, der mit mir tauschen möchte. Ich kenne niemanden, der tauschen möchte. Kann ich so unterschreiben. Ja. Deswegen leben wir damit, dass der übrige Teil der Gesellschaft für unsere Renten bezahlt und deswegen abkömmlich ist. Habe ich mir so gedacht. Noch einen Monat und ich habe sogar Internet, dann können wir auch wieder, dann mache ich auch allen möglichen Scheiß mit. Mensch ohne Internet, stelle ich mir ganz gruselig vor, also für mich wäre das nichts. Ja, ich hab hier nur so eine Box, aber ja, nur mit wie heißt es, mit einer Handykarte drin und naja gut, ich kann Eve spielen, ne? Okay, wenn das reicht. Also DocSpirit fragt gerade, wie lange es bei Marquee Dragon normalerweise dauert, bis die Game-Time-Codes kommen. Also in der Regel Minuten, also unter 10 in der Regel. Es kann natürlich aufgrund von irgendwelchen hohen Anfragen länger dauern, aber in der Regel so 5 bis 10 Minuten Maximum. Ja, es kann auch, wenn du es je nach Größe der Bestellung, wenn du jetzt 15.400 Plex kaufst, dann würde das etwas länger dauern, weil er immer noch mal deine Mailadresse verifiziert und anfragt, hey, ist die Bestellung von dir? Oder ist das, weil er kriegt auch Fake-Anfragen und Scams, das kann dann auch schon mal ein Stündchen dauern. Aber in der Regel geht das ratzfatz. So. Und du kannst auch dich mit denen halt per Support auseinandersetzen. Hat einen deutschsprachigen Support. Ja, Alex ist super nett. Und die wird dann auch das Problem lösen. Aber also das ist seine Geschäftspartnerin, die spricht gut Deutsch, ist Deutsche, glaube ich sogar. Ist Deutsche, ja. Und die wird das Problem auch ratzfatz gelöst haben. Ja. Also das mit dem Anrufen ist übrigens bei einigen, also es gibt ja nicht nur Marquee Dragon, gibt ja auch Game Liebe und so, und die rufen auch an. Da war ich damals bei Game Liebe voll geflasht, dass ich dann abends um 10 einen Anruf bekommen habe, ob ich wirklich bei ihnen bestellt habe. Ich so, eigentlich ja. Ich habe auch meinen Eltern gewogen, meine Mutter am Telefon so, hä, was? Game Liebe, what the fuck? Dann hat dann aber der Mitarbeiter gemeint, ja, hier, und dann halt mich, und dann hat es mich halt weitergegeben und dann so, ja, habe ich bestellt. Ah, gut, alles okay, dann schicken wir jetzt den Code raus. Das ist jetzt, das ist die Code, der Code, ne? Codename für Pornhub oder so, ne? Nee, sie war halt komplett, was ist das? Die haben damals nur anders geheißen, das hat sich ja mittlerweile auch umbenannt, die haben irgendwas anderes geheißen. Etwas nicht so Verwerfliches. Oder zweideutiges. Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand, ich bewerbe, bin ja Affiliate-Partner von Marquee und ich habe es bis jetzt noch nie eine Rückmeldung bekommen, dass es irgendwelche Beschwerden gab. Ich hoffe, du hast über den Rabattcode Waldeck eingekauft und damit 3% gespart plus dem positiv guten Dollar-Euro-Wechselkurs. Werbung muss sein. Bist du dir sicher, dass deine E-Mail-Adresse, an die der Code geschickt werden soll, stimmt? Genau. E-Mail-Adresse verifizieren. Und weil wenn da irgendein Zahlendreher ist oder Buchstabendreher in der Mail, dann schickt er das halt an die falsche Mail und dann wäre halt blöd. Also sowas lieber vorher checken, dann kann man dem Support gleich sagen, so hey, mir irgendwie bei der Mail irgendwas verkackt. Und dann könnt ihr die E-Mail-Adresse korrigieren und dann den Code entweder sperren oder die halt sofort zur Verfügung stellen, wenn halt die Mail gar nicht rausgegangen ist. Oder im Spam-Ordner gucken. Oder das, ja. Spam-Ordner ist auch noch eine Option, dass es im Spam gelandet ist. Genau. Waldecks Lamborghini zahlt sich auch nicht von selbst. Das ist ja, vor allem, weil das ein Sonderbau sein muss wegen dem Rollstuhl. Mhm. Der hat eine versenkbare Rollstuhlautomatik, müssen wir überlegen, ey.
Da kannst du einen Elektrorollstuhl reinfahren und dann wird der auf die Höhe, also auf die Niedrigkeit des Lamborghinis runtergebracht. Das ist komplett krank. Du weißt Kostet schon. natürlich Unsummen, aber ich meine. Du weißt schon, dass du Stuss redest. Ich lasse mich nicht mit meinem Rollstuhl in den Lamborghini packen. Ich bräuchte einen Bus. Auto, genau, ich bräuchte einen Bus mit ausladbarer Rampe, dass ich durchfahren könnte. Das würde dann funktionieren. Waldeckmobil? Und tanken muss das Waldeckmobil auch, ja. Obwohl ich hätte schon ganz gerne so einen Daimler-Bus wirklich mit Rampe und mit Durchfahren und direkt verriegeln und dann. Das wäre schon schick, aber. Ich kenne eine YouTuberin, da bin ich mal zufällig drauf gestoßen. Die ist auch im Rollstuhl und die viel unterwegs, die hat auch einen Hund und die hat einen richtig barrierefreien Bus. Ja, ich weiß. Das sieht da drin super klasse aus. Die wird wahrscheinlich auch noch berufstätig sein, weil dann zahlt die Rentenversicherung Mobilität, damit die Leute zur Arbeit fahren können. Und sobald du erwerbsunfähiger Rentner bist, bist du für die Rentenversicherung raus. Das ist leider so. So, ich wollte eigentlich, dass wir jetzt zu Michael, zu Starlight rüber swappen. Aber der macht gerade Pause. Das sieht so bei ihm aus. Kannst ja zu Marquis Dragon rüberschieben. Der ist nämlich gerade auch online. Mhm. Könnten wir auch. Sorry, Michael, ich warte schon seit 5 Minuten, dass du wiederkommst. So lange kann das auf der Toilette auch nicht dauern. Gut, vielleicht ein Elefant, der Rüssel hängt schon raus. Kann auch sein. Marki wäre auch da. Sekunde. Warum sehe ich ihn denn nicht? Rasenmähen. Umschreibung für Gras kaufen gehen. Gras kaufen gehen. Marki, ist der überhaupt da? Bist du sicher, dass der noch online ist? Marki Dragon wird mir jetzt online angezeigt mit 180 Leuten. Komisch. Vorhin habe ich ihn auch noch gesehen. Jetzt ist er weg. Lol, er ist gerade offline gegangen. Gucken wir nochmal bei mir. Das machen die mit Absicht. Das machen die alle mit Absicht. CCP-TV ist online. Das ist allerdings russisch. Allerdings in russischer Sprache. Ich meine, da hätte ich ja theoretisch kein Problem mit. Aber wir machen einfach jetzt zu Michael, zu Starlight rüber. Und ihr sucht euch dann neues zu Hause oder ihr bleibt einfach bei ihm und wartet, bis er von der Pause zurück ist, würde ich sagen. So, dann kann man ja selber was kochen gehen oder so. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber es wird schon irgendwie. Oh. Ja, aber geduscht haben wir doch während der Downtime. Genau, eigentlich, Moment, die Downtime dauert doch nur noch wenige Minuten, das sind da keine... Ja, gut, dann musst du halt schnell duschen, ne? Ist nicht mehr so wie früher. Stimmt. Oder nur noch einmal im Monat, so wie wir sonst immer gemacht haben. Okay. Zweimal duschen, dann ist Weihnachten. Ich musste gerade das Kopfkino dazu entwickeln. Es dauert ein Augenblickchen, dann wird der Farbfilm entwickelt. Dann rattert das bei mir durchs Fuß. Ja, aber du weißt doch, wir Jugendlichen damals zusammen im Keller. Ja, genau. Damals. Okay. Ein Kopfkino. Mach's aus, weg. So, dann würde ich sagen, danke Uwe, dass du zugekommen bist. Auch Claudia, dir lieben Dank. Wir sehen uns dann am Montag bei CCP TV auf dem Kanal. Auch wieder der Hinweis, mittwochs den Stream habe ich an Ben übergeben dürfen. Bin ich auch froh und dankbar drum. Und da könnt ihr dann bei ihm reinschauen. Ich denke viel Spielemechanik, weil er hat da unheimliches Wissen drüber. Das ist der perfekte Kanal, um seine Fragen loszuwerden. Also C_Ronin. Ach, da ist es schon. Genau, lasst gerne einen Follow da. Ich kann schlecht in Werbung machen, aber ab und zu habe ich auch mal meine werbenden Momente. Ben macht nicht gerne Werbung. Es ist ihm irgendwie fremd, aber mir auch. Aber irgendwie muss es auch sein. So, dann sage ich mal einfach danke, Ben. Ja, immer wieder gerne. Denkt dran, dass wir am Montag Eismeinern sind. Das heißt, wenn ein PvE-Schiff kommt, wird nicht funktionieren.
Können auch gerne in der Venture vorbeikommen. Wir meinen das ja nicht wegen dem Ertrag, sondern einfach nur wegen der Gaudi. Habt ein, wie Newbeater schreibt, flauschiges Wochenende. Duscht vielleicht mal, wenn ihr es schon länger nicht mehr getan habt. Ansonsten, Uwe. Genau, Uwe, sag tschüss. Ja, tschüss. Claudia, sag tschüss. Ja, ich wünsche euch auch allen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche Montag. Jo, wir gehen mit 35 Zuschauern rüber in 5. Achso, danke auch von mir. Subs und Follows und alle, wie ihr da seid. 5, 4, 3, 2, 1. Amen.